Adriana. Schön, dass wir heute wieder unser Gespräch fortsetzen können. Wir haben ja schon uns da mal rein vertieft, neulich am Ammersee im Garten, was sehr ausufernd und schön war. Und dann haben wir entschieden, dass wir das jetzt mal richtig mit einer Zoom-Aufnahme machen. Also ich stelle dich mal einfach ganz kurz vor. Adriane Hartigan von Strauch. Du, deines Zeichens Love Coach und Dating Coach, glaube ich auch. Da kommen wir gleich dazu. Das kannst du gern dann weiter näher ausführen. Und ich heiße Ralf Sartori, lebe in München, mache dies und jenes und sehr viel. Die drei Tango im Kino. Ich bin Lehrer für argentinischen Tango seit über 30 Jahren und ich gebe die integrale Mediation nach Uwe Breuer weiter. Und ich begleite Menschen in ihren Heilungs-, Bewusstseins- und Entwicklungsprozessen für einzelne Paare, Gruppen, Gemeinschaften. Genau, das ist so mein Fokus. Die innere Entwicklung von uns allen. Es ist für mich auch so der Boden dann dafür, dass wir zu einer wirklich liebevollen Beziehung fähig sind. Dass wir unsere inneren Themen lösen. Genau, gut. Bei uns ankommen, spüren, wer wir wirklich sind. Magst du mal ein bisschen über dich erzählen oder deine Arbeit? Ja, danke, Ralf. So, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, weiter zu kommunizieren. Unsere Zeit, die wir schon miteinander verbracht haben, war super inspirierend. Und erstmal nochmal weiterführen. Ich habe dich kennengelernt, Ralf, vor circa 2 Wochen in einer Filmvorführung eines argentinischen Tango-Filmes, der von einer deutschen Filmemacherin gemacht worden ist, die sehr Argentinischen schön interviewt Filmemacherin. hast. Und ich habe das Glück gehabt, ich saß in der ersten Reihe und habe euch beide sehr tief zugehört. Und deine Liebe zum Tango und wie du einfach gesprochen hast, hat mich so inspiriert. Und dann herauszufinden, dass du im Grunde diese doch sehr feinstoffliche Beziehung, die du zum Tango entwickelt hast, nun auch so teilst, dass das sehr, sehr stark dein spirituelles Leben beflügelt und auch deine Arbeit mit Menschen fasziniert mich total. Und ich muss wirklich sagen, ich habe schon viel von dir gelernt und auch schon viel integriert über diese Gespräche, die wir hatten in der letzten Woche. Und ich bin wirklich gespannt, was heute Abend passiert, ja, wo das noch weiter hinführt. Ich weiß, wir haben Themen, die wir gern besprechen wollen noch. Wir sind ja sehr tief in diese Dualität und dieses Spiel des Femininen und des Maskulinen im Tango und Polarität. gell, das ist ein schönes Thema. Aber wo ich heute Abend auch gern mit dir hin möchte, um noch zu vertiefen, wie du im Grunde das ganze Spektrum der Intimität, ja, weil Tango, ja, also ich habe für mich selber das Gespräch heute Abend Two to Tango, das ist so meine Reference gewesen heute Abend für unser Gespräch. Also ich würde gerne so wirklich mal auch so hören, was so noch andere Ebenen sind und auch wie du das in deine Heilarbeit und in deine mitmenschliche Arbeit einbeziehst. So, danke, ich bin sehr gespannt. Also ich hole mal ganz kurz aus, weil du das Thema Intimität angesprochen hast. Ich habe es immer gern, Begriffe, die wir dann gemeinsam verwenden, erstmal zu definieren. Kann ich mal kurz so die Idee geben, wie ich Intimität definiere, und Ja. bin ich sehr gespannt, wie du sie definierst und wir dann gemeinsam Nenner finden, wenn wir darüber sprechen. Intimität ist für mich die Verbundenheit mit dem, was ich eigentlich bin, meinem innersten Wesen. Dann bin ich intim mit mir und das ist die Basis, intim mit dem Gegenüber zu sein, das heißt authentisch, wahrhaftig und offen. Ich kann mich einlassen, so genau, so weit, wie es sich gut anfühlt für mich. Und der Tango bietet den Rahmen für die Intimität. Wir haben die Umarmung, die ist eigentlich so neben dem Gehen miteinander das zentrale Element. Und die Umarmung bietet einen Resonanzraum. Das gibt eine sanfte Kompression zwischen uns. Ich zeige nichts, wenn ich hier mal runter zeige, das mal so ein bisschen. So sieht es dann aus. Und wir ziehen dann mit den Armen. Das heißt, die Arme sind wie so die Äste an dem Baum. Wenn ich meinen Herzpunkt bewege, bewegen die Arme mit. Und das ist wie die Fassung eines Ringes. Meine rechte Hand ist vor meinem Herzen. Und meine Partnerin ist das Juwel, das in dieser Fassung ruht. Und genau, Herz an Herz. Das ist der Raum der Intimität. Und die Arme, wer ein bisschen mit Chakrenlehre Bescheid weiß, mit dem Meridian,
und dem Energiefluss, dieser Herzfluss fließt. Unsere Arme, und das Herz ist ein sehr starker Generator. Das Herz hat eine 5000-fach stärkere elektromagnetische Strahlung als unser Gehirn. Und das ist schon mal sehr interessant, finde ich, wenn man sich diese Zahlen mal anschaut. Und genau, Intimität hat immer was mit Liebe zu tun. Das Herz ist praktisch dieses energetische Feld, wo Intimität stattfindet. Wenn das ohne das Herz versucht wird, dann hat es was mit Verführung und Manipulation, mit, ja, mit Schauspiel, mit Tricksen, ich schau mal, wozu ich und wie ich den anderen bewegen kann. Aber Intimität ist für mich dieser echte Kontakt, wo ich mich zeige, wo ich bin, wie ich bin und wir uns aufeinander im Zuge des Tanzes, wobei der Tanz ruhig auch größer definiert sein kann, über die Tanzfläche hinaus, wir uns eben begegnen, annähern, einlassen und es entsteht eine Geschichte dabei. Immer narrativ, eine Geschichte. Ja, so vom femininen Prinzip, wenn ich dir so zuhöre, gleich am Anfang, wie du über die Umarmung, ne, und das weibliche Prinzip, weil also geführt werden im Tango, ja, für die Frau oder für das feminine Prinzip ist es ja sehr wichtig, das Herz zu öffnen, Anlehnung zu suchen, ohne dass man wirklich, ja, zu weit geht. Also da ist ja immer dieser schöne Space, ne? Darüber haben wir ja auch gesprochen in unserem letzten Gespräch. Da ist ja mal Raum, wo irgendetwas sich, ja, fast ein bisschen kultivieren kann, ja, in jedem Tanz. Und dann ist für das weibliche Prinzip dieses Empfangende, was dabei ist, ja eigentlich wirklich ein sehr, sehr schönes Prinzip. Und ich denke, deswegen hat ja der Tango als Tanz so eine Faszination, den er ausübt für das Männliche, erstmal dieses Gefühl zu haben, dass er diesem weiblichen Prinzip etwas wirklich schenken kann. Also diese Adoration, ne? Dieses Schönsein, dieses weiblich sein dürfen. Wenn wir von Prinzipien sprechen, dann Ja. ist es wichtig zu unterscheiden. Also der Mann kann der Frau dieses Gefühl vermitteln, Ja. aber das männliche Prinzip und das weibliche Prinzip, das ist dieses Yin und Yang, das haben wir beide in uns. Und das ist spannend am Tango, weil der Tango maximal das männliche und das weibliche fordert vom Mann, auch von der Frau. Aber auf der äußeren Ebene ist es Ja. ganz Mann und ganz Frau. Da macht es Sinn, diese Ebenen zu unterscheiden. Ja. Der Mann ist maximal fürsorglich. Er gibt einen Impuls, einen kinetischen Impuls. Also Tango hat was mit Energieübertragung über unseren Herzpunkt, über den Brustkorb zu tun und löst das Bein der Frau in den Schritt. Und eine der wichtigsten Tugenden der Frau ist nicht zuvorzukommen, sondern diesen Moment of No Return abzuwarten, wo das Bein in die spannungsvolle Streckung pendelt. Und zugleich hält sie immer den Kontakt zum Brustkorb. Dadurch entsteht so eine Spannung, wie wenn du einen Bogen spannst. Geht praktisch Und in das Schöne ist eigentlich, und das wollte ich eigentlich auch noch aussprechen, vorher, dass es wirklich um diese Energie hier geht, ja. Dass also so viel im Tango um diese Energie, das ist dieses Kontaktes, der da entsteht, ne? Ich wollte nur Der kurz. Dialog, also es ist ja wirklich ein Dialog, das haben wir ja sehr tief ergründet. Und Aber vielleicht ich wollte kurz zu diesen Prinzipien was sagen, weil das war ja. nur so die Einleitung dafür. Also das ist, wo der Mann das weibliche Prinzip lebt in dieser Führungsrolle, ist Ja. einfach, dass er immer schaut oder er gibt sich der Frau völlig hin und ich habe praktisch für jeden Impuls, den ich aussende, kriege ich ein Echo. Also dieser Resonanzraum bildet auch einen Echoraum. Und dieses Echo höre ich. Ich lausche permanent diesem Echo und bin in meiner Wahrnehmung sowohl bei mir, aber auch bei meiner Frau. Und das ist dieses Weibliche. Ich gebe mich als Führender komplett hin und ich mache es für uns beide. Und das Ganze hat immer nur Vorschlagscharakter. Und in dem Moment, wo ihr Bein in den Schritt pendelt und der Tanz in Bewegung kommt, unsere Beine, dann begleite ich mit meinen Schritten ihre Schritte. Und es gibt viele scheinbar paradoxe Ebenen. Das heißt, sie setzt einen kinetischen Impuls, den sie aufnimmt und durch ihren Körper lenkt, in den Schritt. Und diese Beinbewegung begleite ich aber als Mann. Und die Frau hat diesen männlichen Aspekt, diesen männlichen Pol in ihrer vollblühenden Weiblichkeit, dass sie praktisch permanent
Tango hat sehr viel mit Spannung und Entspannungszuständen zu tun. Das wechselt permanent im eigenen Körper so pulsierend hin und her. Ich öffne, ich schließe, ich verzögere, ich beschleunige. Die Frau ist genauso wie der Mann verantwortlich, diese Körperstruktur permanent der Dynamik der Bewegung anzupassen. Und das ist sehr männlich auch. Aber auf der weiblichen Ebene, äußeren Ebene, erblüht sie im Tanz, gibt sich voll dem hin und spürt, sie kann sich dem überlassen. Es gibt auch diese Regel, die Frau hat immer Recht im Tango. Wenn Missverständnis entsteht, ist eine nonverbale Kommunikation, es entstehen natürlich immer Missverständnisse, die gehören dazu. Und die Frau tanzt was anderes, was sie erst ja, irgendwie so initiieren wollte oder dachte zu initiieren, ist es an ihm, sich der Frau anzupassen, weil dadurch kann sie komplett entspannen, sich hingeben und sie macht die Erfahrung, es ist immer okay, ihre Bewegung und ich kann mich ganz auf diese Gemeinsamkeit einlassen, es trägt und auch der Mann erblüht in dieser Gemeinsamkeit. Natürlich, ja. Aber einfach aus seinem männlichen Herzen. Ja, und ich meine, ich könnte jetzt viel über das ganze Prinzip noch auch, wie sich das auf die menschlichen und die Liebesbeziehungen überträgt, ja. Das ist fast wie eine Metapher, was du gerade beschrieben hast, ist im Grunde wie eine Darstellung der intimen, ja, Spannungen, die zwischen Männern und Frauen oder femininen und maskulinen polaren Beings, die sich in einer intimen Beziehung aufhalten. Ne? Ich will aber noch dazu erzählen, dass ich war ein Contemporary Dancer in meinen späten Teens und in meinen 20ern. Habe dann aufgehört zu tanzen, weil ich eine Verletzung hatte und auch entschieden habe, dass ich in der Filmindustrie arbeiten wollte. Also ich habe dann nicht weitergemacht, im Theater Tanz zu arbeiten. Ich bin dann zum Film. Und ich weiß, dass das im Tango dieses geführt werden und nicht mehr mein eigener Herr in meinem Körper so sein zu können, dass ich einfach wild um mich schlage oder mich einfach so bewege. Und für viele Jahre war das ja auch okay, weil man konnte ja auch mit einem Partner sich frei bewegen. Und aber wirklich, ich erinnere mich noch, wie ich dann Walzer gelernt habe und dann viele Tänze in der Elmau. Ich habe viel getanzt in der Elmau. Da waren schöne Strukturen da, wo ich, glaube ich, in meiner Entwicklung, vor allen Dingen in meinen 20ern, sehr, sehr, sehr schöne Erlebnisse hatte. Das ist ja auch Und nochmal ein ich habe, spannender Punkt, das haben wir gemeinsam mit der Elma. ja, und wie ich gehört habe, dass du Tango-Lehrer warst. Ich bin gerade nach Neuseeland ausgewandert, wie du eben angefangen hast, dort zu unterrichten. Sonst hätte ich dich ganz bestimmt viel, viel früher gebraucht. aber das sagend, ich glaube, zurückzukommen zu diesem männlichen, weiblichen Prinzip und dieser Suche nach dieser Intimität. Und warum ist Tango vor allen Dingen für Menschen so ein tiefergreifendes Erlebnis, die sich entweder in Transitions, also in Lebensveränderungen befinden, oder durch schwere Krisen gehen oder aus einer Krise herauskommen? Beschreib das mal. Also Was, warum ist das so? der Und Tango da ist bin ich sicher, da hast du studiert, auch in Argentinien viel drüber gehört, weil die Geschichte des Tangos ist ja auch eine, wo es entstanden ist, in einer zeitlichen Krise des Landes. Ist also das richtig? darüber habe ich viele Bücher auch geschrieben. Genau. Bücher. Und der Tango ist aus der Krise entstanden. Es waren Auswanderer aus unterschiedlichen europäischen Ländern, auch viele aus Ägypten, aus China, aus Nordafrika, es gab verschiedene Auswandererwellen und letztendlich ist es ein transkulturelles, generationelle Schöpfung. Also der Tango geht seit über 150 Jahren, ist nie reglementiert, standardisiert worden. Es ist immer durch Ausprobieren und Improvisation in sehr südlich geprägten Milieu, wo man sehr im Jetzt lebt, gegenwartszentriert lebt, wo man einfach nicht lange überlegt, wie mache ich das, sondern hey, komm her, wir probieren mal, schauen, was geht. Und die haben natürlich alle ihre Tänze, ihre Musik mitgebracht. Und so ist dieses Amalgam-Tango entstanden. Der Begriff wird vermutet, kommt aus Afrika, Tambo, Trommel, in Benin. Also es gibt einen Dialekt in Benin zum Beispiel, wo Trommel Tambo genannt wird. Es gibt auch Bezüge zu Haiti, zu diesen magischen Kulten. Jedenfalls liegen die
die Wurzeln nicht nur des Begriffs, sondern des Tangos, wirklich im mythologischen, im mythischen. Und erst waren es die Schwarzen, die Tango getanzt haben. Man muss dazu sagen, Mitte des 19. Jahrhunderts war Buenos Aires mehrheitlich schwarz. Es waren über 50% der Oh, siehst du, Bevölkerung das war wusste schwarz. ich gar nicht. Das ist interessant, ja. Und dann Also. gab es Präsidenten, die wollten da eine andere, ja, wollten Buenos Aires zum Paris Lateinamerikas machen. Und dann hat sich so günstig gefügt für die, dass Argentinien in diesen Triple-Sec-Krieg verwickelt Ja. war mit Paraguay und Uruguay, und der war sehr blutig. Und dann hat man den Schwarzen versprochen, wenn ihr euch als Helden bewährt, in den ersten Reihen kämpft, dann habt ihr die vollen Bürgerrechte. Danach waren es halt sehr viel weniger Schwarze. Und das Gelbfieber hat dann auch viele nur dahin gerafft. Ja. Und man hat Unmengen Einwanderer aus Europa ins Land geholt, an den Rio de la Plata, und zwar nach Buenos Aires und Uruguay. Aber mehrheitlich nach Buenos Aires. Unter Vorspiegelung abenteuerlichster Versprechungen. Man hat im Land versprochen, auch Geld, und dass sie da wirklich eine Ranch gründen können und eine ganz neue Existenz aufbauen. Und vor allem in diesen ganz armen Regionen, Südeuropa, Polen, Irland, wo es wirklich Hungermissernten gab. Also so diese Kartoffelfelder ist bekannt in Irland, wo Ja. wirklich wieder große Bevölkerungsanteile wirklich verhungert sind. Und wer die süditalienische Volksmusik kennt, Amara Terra Mia zum Beispiel, Tito Cotugno singt das wunderschön. Da geht es genau um dieses geliebte, bittere Erde. Ja, Das ja. Herz, aber ich muss dich verlassen, ich lasse alle zurück, auch meine Familie, weil ich muss einfach fortgehen, schauen, dass ich meine Existenz im Ausland aufbauen kann. Jetzt ist es aber so, dass das, was sie dort vorgefunden haben, noch viel schlimmer war, als was sie zurückgelassen haben. Weil sie sind einfach getäuscht und betrogen worden, wie immer von der Politik. Es war nie anders. Das erleben wir heute auch wieder. Also, meistens haben die Verwandten, die ganze Familie, die haben zusammengelegt, dass überhaupt so eine einfache Schiffspassage bezahlbar war. Meistens waren es die jungen Männer in der Familie, und die haben mir schon mal vorausgeschickt, die haben gesagt, ja, ich schreibe dir und ich hole euch alle nach, ich werde da mein Glück machen. Und manchmal sind auch ganze Familien gefahren, je nachdem. Und dann sind die angekommen und total im Elend gelandet. Und es waren viele Ethnien. Der Krieg war gerade vorbei. Die Gauchos sind rumgelungert, weil die Weiden eingezäunt haben. Es waren nämlich hauptsächlich englische Großgrundbesitzer, die dort alles aufgekauft haben, die Weiden eingezäunt haben. Das heißt, für die Gauchos war es vorbei. Und ehemalige marodierende Soldaten, die auch in den Slums gelandet sind, gelernt haben, mit einem Bajonett im Stiefel zu leben. Und die Süditaliener, die ja durchaus auch nicht unbedingt, die man auch nicht lange erzählen muss, wie man überlebt. Weil sie die harten Bedingungen ja gewöhnt waren, Mafia, Kriminalität, aber ein sehr warmherziges, fühlendes Wesen, sehr empathisch. Und das waren sie aber alle. Und sie haben aber die Sprache voneinander nicht gesprochen und sind dann irgendwo in den Conventillos gelandet. Das waren so ärmliche Mietskasernen. Eingepfercht, so wie heute unsere Flüchtlingsunterkünfte, wo Familien zum Teil in einem Raum leben, nur durch so ein Bettlaken abgetrennt. Und du hast zwei Optionen. Du fällst total in die Depression, du bringst dich um, weil du siehst, das ist einfach nicht mehr auszuhalten. Du kommst existenziell an einen Punkt, wo du alles verloren hast. Du hast praktisch, es ist existenzialistisch. Du hast tatsächlich, du bist entblößt bis auf deine nackte Existenz, sonst ist da nichts mehr. Und das hat eine metaphysische Dimension. Du hast zwei Optionen, du gibst auf oder du richtest dich auf. Und der Tango ist die kulturelle Antwort auf den Ruin. Das ist ein Bonmot, ein geflügeltes Wort. Und es ist tatsächlich so, man hat gehungert, viele haben Tuberkulose gehabt, waren abgemagert, aber man hat das Geld nicht ausgegeben für Essen, oder? Man hat gespart, um am Wochenende sich einen Anzug zu mieten, nur fürs Wochenende, und edle Schuhe, einen Hut. Und man ist wie ein Fürst auf die Tanzfläche. Und der Tango hat es immer mehr so aus dem schwarzen Milieu dann in dieses ja, mehr, also in diese kulturelle Mischung reinbegeben. Ich mag das Wort multikulturell, ne? Weil es ist so ekelhaft geprägt durch diese ganze woke-Gesellschaft her. Aber es ist viele Kulturen haben einfach ihren Genius da reingegeben, ihren künstlerischen Weisheit, ihre Lebenserfahrung. Und es gibt einen argentinischen
Musikethnologen, der hat mir gesagt, der Tango ist dieses Zwitterwesen, halb geboren aus Kampf und halb geboren aus Liebe und Verlangen und Sehnsucht nach Nähe und Intimität. Jetzt Ja, ist spannend. da sprechen wir halt über ganz existenzielle Themen, gell? Ich meine, es ist ja auch ganz ehrlich, ich meine, ich sage immer in meiner Arbeit, warum ist das der Raum der Liebe und Intimität so ergreifend in unserer Existenz, weil wir durch das Erleben dieser Ebene oder Ebenen das Invertendo unserer Gefühlsebenen am meisten erfahren können. Die tiefste Tiefe, das höchste Hoch, ja. Liebe, verliebt sein, diese ganzen Gefühle, die man in keiner anderen Ebene sonst so tief erfahren kann. Also der Ich Tango muss gibt. sagen, vielleicht für mich noch in der Spiritualität. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich eine unheimlich starke, tiefe Spiritualität erlebe, wo ich viel Intimität und viel, viel Weite und viel Extension fühle. Aber im mitmenschlichen Bereich ist die Intimität mit einem anderen Menschen schon das größte Spielfeld, wo wir am meisten Varianten und Variationen und Höhen und Tiefen dieser emotionalen Kapazität, die in uns steckt, dann auch ausleben und auch fühlen dürfen. Ne? Und es kommt mir so vor, dass eben Tango eines dieser Tänze ist, der das dann auch erlaubt, so mit all seinen Varianten so erleben zu dürfen. Die Freude, das Traurigsein, die Angst, ja, oder auch dieses Excitement, das kommt, ja, wenn man dann doch irgendwie, etwas fühlt, dass das tiefer geht. Und da ist ja auch immer, und ein Wort, was heutzutage, glaube ich, auch ganz wichtig ist und viel, viel Bedeutung hat, ist der Glaube und die Hoffnung, ja? Einfach zu wissen, dass ich bin okay, auch wenn es nicht so aussieht, ne? Und ich glaube, deswegen viele, die alleine sind und die künstlerisch veranlagt sind und nach einem Tanz suchen, der ihnen das geben kann, die finden zum Tango, ja, so wie ich zum Tango gefunden habe vor vielen Jahren und ja, immer noch auf der Suche bin zu sagen, ja, wie kann ich es besser machen? Aber es mir eigentlich gar nicht so sehr um die Technik geht, sondern für mich wirklich viel mehr um die energetische Erfahrung, die ich selbst beim nur Zuschauen erlebe. Einfach nur zwei Menschen zu sehen, die ich beobachte in ihrer Ability oder Non-Ability. Ja, das ist ja auch oft, dass man dann auch so beobachtet, dass da ein Versuch stattfindet und der gelingt vielleicht nicht so, wie sich beide Tänzer das wünschen. Aber und das dann zu übertragen auf das Liebesleben. Ne? Du hast ja auch anfangs gesagt, dass ich vielleicht ein bisschen mehr über meine Arbeit spreche. Ich bin als Love Coach seit 12 oder 13 Jahren aktiv. Ich habe davor im Film gearbeitet, habe dann sehr viel auch Heilarbeit gemacht. Ich bin auch Homöopathin und ich habe eine Heilmethode mit dem Namen Jinjinjitsu von Deutschland und Hawaii und Amerika nach Neuseeland und Australien gebracht, habe viele Jahre praktiziert dort, habe Unternehmen gemacht wie Holistic Business Networks. Also ich bin dann sehr stark involviert in das Networking professionell zwischen Heilern und Personal Development, Writers und Teachers von der ganzen Welt. Und so kann ich mich auch glücklich schätzen, Freundschaften wie mit Dr. Bruce Lipton zu haben oder mit wirklich sehr, sehr, sehr erfahrenen, sehr tief gewachsenen Seelen, die dieser Welt Geschenke gegeben haben mit ihren Büchern und Filmen und ihren Beiträgen, die einfach so viel ja, uns geholfen haben, die Welt und die Quantumwelt auch besser zu verstehen. Und für mich hat sich halt das ganze Interesse in, ich nenne meine Arbeit, habe ich dann auch sehr, sehr schnell, habe ich eine Nische gefunden, die ich Quantum Intimacy nenne und wo mich einfach das ganze Phänomen der Beziehungsarbeit auf der nicht physischen, auf der erweiterten, ja, wie sagt man denn, unphysischen Ebene, ob das jetzt Consciousness, Subconscious, ne? Und dann vor allen Dingen auch so diese
diese unterbewussten emotionalen Strukturen, die wir ja in uns festgefahren haben durch Eltern oder Konditionierung oder so. Und da eben auch viel drüber zu lernen und viel drüber zu erfahren. Und so sehe ich eben auch so eine Parallele. Und dann viel, viel später bin ich eingeladen worden mit Dr. John Gray, dem Autor der vielen Mars-Venus-Bücher zu studieren. Und er ist auch mein Mentor. Und in den letzten 3 bis 4 Jahren arbeite ich im Coaching-Team der internationalen Mars-Venus-Coaching-Company. Und fühle, dass es auf der einen Seite haben mich Leute gefragt, wie kannst du Mars-Venus mit Quantum Intimacy kombinieren? Wo ist das? Aber was mir wirklich Mars-Venus geholfen hat, dass sich bestimmte Dinge in letzter Konsequenz wirklich nur im Leben und in der realen Zweisamkeit lösen und erlesen können. Wir können vieles spirituell und unterbewusst und tiefenbewusst bearbeiten. Aber dieser Moment der Begegnung, der im Hier und Jetzt stattfindet, den so erleben zu können, dass es eine positive und eine Erfahrung ist, die uns auch die Kapazität gibt. Ich spreche nicht viel Deutsch, also es tut mir leid, wenn ich nach Worten suche, aber es ist das Wort in Englisch, würde ich jetzt sagen, resourceful, ne? Dass wir ein Equipment mit uns tragen in Beziehungsebenen, wo wir wissen, wie wir auf den anderen Menschen eingehen können und wie wir dem anderen helfen können, ein besserer Partner zu sein, dass wir im Grunde glücklicher und mehr harmonisiert in unserer eigenen Welt, im Umgang mit dem Partner wieder. Also es ist ja ein Geben und Nehmen, so dieses schöne Harmonisieren, dieser Dialog, ne? Und da danke ich John Gray sehr, weil man mag wohl meinen, ja, er hat Millionen von Büchern verkauft, er ist ein hochgeistiger, ein hochspiritueller Mensch. Und ich habe das Glück gehabt, ihn mehrere Male interviewen zu dürfen und auch lernen zu dürfen, dass es wirklich seine Spiritualität gewesen ist, die ihn an diesen tiefen Punkt der Erfahrung und dieser Realisationspunkt, dass es im Grunde nur ein Metapher ist, dass es im Grunde nur darum geht. Und so wie Mars-Venus ein Metapher ist, ist auch dieser Tango ein Metapher. Ja, also es ist einfach eine andere Form der Beschreibung, was da stattfindet zwischen uns. Und weißt du, Ralf, it's fascinating me. Es ist so faszinierend zu sehen, wenn 2 Menschen, die Kapazität haben, sich zu lieben, aufhören, sich zu lieben und dann vielleicht beobachten zu können, dass sie sich wiederfinden und dass das geheilt werden kann. Und ich liebe einfach das Konzept der Relationship, des Heilens einer Beziehung. Und wenn ich eine Vision habe für diese Welt und für das, was wir in diesem Leben erleben dürfen, dann ist es, dass viele, viele Paare und viele Individuen, auch vielleicht, wenn sie gar nicht mehr in Beziehung sind, aber dass sie innerlich die Harmonie und den Frieden finden, wirklich mit ihren Beziehungen, ja, einfach im Reinen zu sein und da einfach zu sagen, ja, das habe ich geschafft. Ich kann einen Menschen so lieben, wie er geliebt werden möchte. Ja. Aber da würde ich auch gern von dir hören, was so deine Lebenserfahrungen sind, weil du hast ja auch wunderschöne spirituelle Themen, die du bearbeitest und mit anderen Menschen bearbeitest. Und wie hat sich das für dich entwickelt, dass du vom Tango plötzlich in diese Welt des Heilens Also da müsste ich ein geführt? bisschen weiter ausholen, weil das ist Ja. sehr, sehr komplex. Du hast ja auch gerade die Frage gestellt, wie kann dieses Mars-Venus-Thema mit Quantum-Intimacy korrelieren und zusammengehen? Der Tango ist ein großer Verbinder und Dämon im Sinne der griechischen Antike. Es ist ein machtvolles, großes Bewusstseinsfeld mit einer unendlich starken Ausstrahlung und Resonanzanbindungsfähigkeit. Weil er spricht uns genau dort an, wo wir verletzt sind, wo wir künstlerisch uns angesprochen fühlen, auch wie die ersten Generationen der Einwanderer. Er bietet uns an, aus der Krise ins Schöpferische zu gehen. Und er hat diese zwei grundlegenden Ebenen auf vielen Metaebenen.
Er hat das Emotionale und das absolut Meditative. Er ist wie im Zen-Dojo zu sitzen, in dieser völligen Versenkung im Flow, wo du eine andere Perspektive einnimmst, aus also einer höheren Perspektive und wirklich nur merkst, es fließt, es tanzt, du machst nichts mehr. Du bist wie ein Zeuge eigentlich. Und es hat natürlich diese aufgewühlte Emotionalität der Texte, der Musik und natürlich all der Themen, die hochtriggern mit dem Partner. Weil du sagst natürlich, oh, du findest es so schön, wenn du dann merkst, wie eine Beziehung, die schon ziemlich verstrickt ist und in der Anspannung, wie die sich so lösen kann, dass die Menschen wieder zu ihrer Liebe finden. Es ist ja so, dass uns immer irgendwie unsere inneren noch ungelösten Themen beinstehen. Ja, So genau. auch im Tango. Und der Tango ist praktisch ein Kommunikationsfähigen und ein Metaphernorganismus. Von der Bewegungsarchitektur ist es so, dass wir, der betont die Eigenständigkeit und das fließende Gleichgewicht. In jeder Bewegung sind wir im inneren Gleichgewicht und zentriert. Das heißt, wir können jederzeit die Dynamik, den Bewegungsimpuls in den Boden ableiten und stehen einfach, können nachfedern, können wackeln. Jeder ist praktisch im Gleichgewicht für sich, im eigenen Stand. Und wir sind in einer Form verbunden, wo wir einander nicht festhalten, sondern sanftes, energetisches Anhaften. Und das erklärt schon mal ganz viel. Das heißt, wir haben eine Nähe, die nicht einschränkend, nicht zwingend ist. Und wir übernehmen Verantwortung für unsere Achse, für unsere Mitte, für unsere eigene Zentriertheit. Und das ist praktisch die Grundlage, auf der wir uns verbinden. Das sieht man schon in dieser Ausgangsposition. Wir stehen praktisch so, dass wir die Knie ganz weich, also wir strecken die Beine nicht durch und Ja. wir verlagern unsere Achse praktisch an den vorderstmöglichen Punkt. Und Mhm. wenn wir die Beine durchstrecken, dann fallen wir den Partner in die Arme. Das ist praktisch eine Positionierung, die wir nur halten können, wenn wir permanent so austarieren, muskulär. Wir sind verwurzelt, was ja auch nochmal eine Symbolebene ist, die so zu den Einwanderern passt, weil sie haben komplett ihre Wurzeln verloren. Und er betont die Verwurzelung und die Aufrichtung. Und da ist auch die Analogie zum Spirituellen. Die Chakren sind genau übereinander und genau gegenüber denen des Partners. Und da wird energetisch unfassbar viel kommuniziert. Und es ist ein ganz subtiles, feines Instrument. Also es ist diese hohe Beziehungsmetaphorik. Jeder ist eigenverantwortlich verankert in seiner eigenen Mitte und es ist ein achtsames Miteinander und gemeinsames Schöpfen auf einer künstlerisch-ästhetischen Ebene. Das ist eigentlich wow. Aber zugleich haut uns der Tango alles aufs Tablett, was wir unter den Teppich gekehrt haben, weil es uns überfordert hat. Jetzt habe ich eine Frage an dich, weil für mich vom Weiblichen her, ich weiß ja auch, was ich mich ausrichte, wenn ich in die Umarmung gehe. Und ich fange immer hier an. Das ist immer das Erste. Und dann schaue ich, was der Rest ist, ja? Wie ist das denn für das männliche Prinzip? Wo gehst du zuerst hin als Führer? Kennst du die italienische Oper der 20er und 30er in Neapel? Tito Schipa, Ja. Enrico Caruso, Carlos Gardel kommt ja auch aus der Ja. Kultur. Es ist dieses Schenkende. Das heißt, du hast den Punkt, du öffnest dich, du bietest an, du bietest Verbindung an. Aber es ist dann immer die Frau, die die Verbindung macht und auch definiert, wie nah, wie viel Nähe, wie viel Distanz. Es ist so dieses, wie im Belcanto, noch ein bisschen tiefer. Es ist aber dieses Denken, der aus dem Herzen und der Punkt, der ist einfach vorne. Wunderschön. Und das war auch am Anfang unseres Gespräches, weil wir haben ja gleich, du hast im Grunde das erzählt, gleich von Beginn unseres Dialoges, dass dieses, ja, dieser erste Schritt, ne, die Umarmung anzubieten. Und was ist dieses Anbieten, ne? Was tut das für die Frau oder was tut das für das weibliche Prinzip? Und wie sehr will das männliche Prinzip dann auch das fühlen? Und wie viel Space ist nötig, damit wirklich ein Dialog entstehen kann, der beiden erlaubt, ja, gleich schwingend auch die Harmonie zu finden? Weil die findet man ja nicht nur über die Körperlichkeit, die findet man ja auch über den Space. Sprich mal über den Space, weil das interessiert mich, was du dazu Also denkst. der Raum bildet sich über die Verbindung. Ja. Das ist eine ganz hohe Tugend bei den, also erstmal ist es eine
Es gibt viele Aspekte, die für das Männliche und das Weibliche gleichermaßen gelten. Das eine ist das Gewahrsein, also Awareness. Awareness Core ist in dir. Das absolute Gewahrsein, Dasein, die Präsenz. Und erstmal nicht über den Kopf was machen. Das heißt, du bist hellwach und da in Verbindung. Und du bist wie ein Tier, was so die Witterung aufnimmt. Du bietest an und Tango, die Aussage des Tangos ist, wir haben alle Zeit der Welt. Das heißt, wir verbinden uns zuerst. Und jetzt eine ganz große Tugend der Frau, auf die es ankommt, die Frauen auch entwickeln dürfen im Tango, ist das Verzögern der Bewegung. Das ist wie wenn Katzen einander so umschleichen. Es ist kein Weggehen, sondern es ist praktisch, dein Oberkörper ist wie ein Segel, das auf den Wind wartet. Das Segelboot bewegt sich nie, bevor es von Wind bewegt wird. Das heißt, erst muss diese Energie deinen Brustkorb erreichen. Dann gibt es diesen Moment der Kompression, wo sich die in dir aufbaut wie so eine Feder. Und schließlich wird dein Bein in die Bewegung getragen. Und du bist im Idealfall Zeugin dessen. Du kontrollierst zwar die Bewegung insofern, dass das sauber fließt, dass die Knöchel, die Knie aneinander rangezogen werden. Aber die Bewegung überlässt du dem Mann. Das heißt, du schenkst deinem Partner dieses Vertrauen, dass er deine Schritte führen darf, dass er deine Beine in deine Schritte führen darf. Und das ist eine riesengroße Intimität und eine große Ehre für einen Mann. Und das hat jetzt auch gar nichts mit einer sexuellen Energie zu tun. Erstmal ist es was kinetisch-physikalisches. Es gibt diese Ebene. Zweitens ist es was sehr viel mit Respekt zu tun hat. Und jeder Tango-Elebe wird sehr schnell merken, ohne diesen Respekt geht es gar nicht, weil das ist eine absolut notwendige Haltung im Tango, praktisch sehr fein und achtsam mit dem Gegenüber umzugehen. Und dort liegt die Freude und das Vergnügen und also überhaupt die Voraussetzung für das Gelingen. Und der Tango bringt halt alle Themen. Also viele Männer trauen sich nicht mehr führen, viele Frauen wollen sich nicht mehr führen lassen, schon gar nicht von ihrem Mann und ihrem Partner, weil sie eh schon so genug haben. Die meisten sind so vollgestopft an verdrängten Animositäten und Beziehungsthemen, offen ausgesprochen werden, weil alle Angst haben, das mal so wirklich auf den Tisch zu packen. Und beim Tango knallt es so richtig rein. Und also erstmal gibt es gesellschaftliche Verdrehungen. Es ist ja durch die Gleichberechtigung also eine Umkehrung des Männlichen und Weiblichen entstanden. Einerseits ist Gleichberechtigung ja was absolut Selbstverständliches und Wichtiges. Aber was dabei rausgekommen ist, wir wissen, dass ich will diese Begriffe gar nicht nennen, weil man hier ja schon gelöscht wird, wenn man das nur ausspricht oder gelöscht werden kann. Es ist ein Angriff auf das Weibliche letztlich, was stattgefunden hat. Die Frauen sind vermännlicht, die Männer sind verweiblicht. Und es hat aber nichts damit zu tun, die eigenen gegenpolaren Anteile mehr ins Spiel zu bringen, sondern es ist wirklich eine Grundverunsicherung. Bis hin zur Mutterschaft, dass sie nicht mehr geachtet ist. Ja, Bis hin also dazu, das ist der genau Mann das. eine Rolle sich nicht mehr ausüben traut. Nein, wir Frauen konditionieren uns selber, alles alleine tun zu wollen und Konkurrenz zu werden zu dem männlichen Prinzip. Und also John Gray sagt, das ist die Tragik unserer Zeit, in der wir leben, dass Frauen verloren haben, wie sagt man denn, diese Hingebung als etwas Natürliches anzunehmen in sich. Und dann natürlich auch nicht glücklich sind, weil auf der einen Seite will man Erfolg haben und eigenes Geld verdienen und unabhängig sein und selbstständig sein und nicht abhängig von einem Mann, was ja viele schöne, Und es ist auch kein Widerspruch. positive, Wirkungen hat auf das eigene Leben. Aber die Tragik ist halt, dass dabei wirklich in dieser schönen, sehr natürlichen, Polarität ein Kräfteungleichgewicht entsteht, das einen Effekt hat auf intime Beziehungen, der nicht mehr positiv ist, ne? Also Und dazu möchte ich nur kurz sagen, ist ja gar nichts dagegen zu sagen. Also Gleichberechtigung ist eigentlich selbstverständlich und Menschenrecht. Und auf der Ebene gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frauen. Jetzt haben wir überhaupt ja hier ein Problem mit den Menschenrechten, jetzt mal so nebenbei.
Und eine Frau soll natürlich finanziell unabhängig sein, weil es ist auch diese Autonomie, für sich selber zu stehen und sich nicht praktisch übers Geld vom Mann beherrschen zu lassen. Ganz klar. Aber sie darf wieder feminin sein, auch in der Gleichberechtigung. Und das ist ein therapeutisches Angebot des Tangos. Viele Frauen, die wirklich so richtig auf Karriere gesetzt haben und sich auch wirklich überanstrengt haben, Ja. die zu viel abverlangt haben, mit zu viel Härte gegen sich selber, kommen an den Punkt, wo sie nicht mehr können, wo sie merken, Genau. so viel auf der Strecke geblieben. Denn das ist mal das eine. Also viele Geschäftsfrauen, Karrierefrauen kommen zum Tango, weil sie spüren, da ist was Heilsames. Da nehmen sie wieder Fühlung auf mit ihrem Grundpol, mit ihrem Weiblichen. Das andere ist, es ist eine Meditationspraxis, der Tango. Ich biete es auch als Paarmeditation an. Ja. In großer Langsamkeit, wie beim Tai Chi. Weil gerade beim Tango, für mich ist es auch kein Tanz. Der Tango ist was ganz Eigenes. Er ist viel zu kontrolliert und zu komplex, dass man das als Tanz bezeichnen könnte. Es ist wirklich eine eigene Sprache, ein eigenes nonverbales Kommunikationsmedium mit unendlich vielen energetischen und Erfahrungsebenen. Und wir finden wieder zu uns, wir finden diese Langsamkeit praktisch auch ins Jetzt, in diesen gegenwärtigen Fluss. Also ich habe immer wieder das Bild gehabt, es kann sein, du hast die schlimmsten Dinge, die du nicht lösen kannst, gerade. Was weiß ich, Gerichtsvollzieher, Pfändung, du verlierst dein Haus, deine Frau hat einen Liebhaber und betrügt dich. Du weißt nicht, wie du mit den Kindern noch klarkommen sollst. Aber wenn du tanzen gehst, es ist weg. Du tauchst so in den Augenblick. Und wenn am nächsten Tag eine Hinrichtung kommt, jetzt so ein bisschen überspitzt gesagt, du tauchst so in dieses Jetzt ein. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Du machst eine meditative Erfahrung, die gleichzeitig mit tantrischen Ebenen verbunden ist. Damit meine ich jetzt nicht, die Tantra so angeboten wird in Workshops, sondern dieses Ganzheitliche, wo du dich als lebendes Wesen dich komplett spürst und einbringst. Mit allem Sinnlichen und Übersinnlichen. Praktisch. Du kannst. Ja, und Mars Venus würde sagen, es hat einen Effekt auf unsere Biologie. Es hat einen Effekt auf unsere Hormone, ne? Das männliche Prinzip, ja, da ist das Testosteron, dann sind die Endorphins, da ist dieses wunderschöne Spiel, dass wir durch das Weiblichsein uns ganz anders wieder fühlen dürfen, ja. Und das hat ja einen therapeutischen Effekt. Das hat es wirklich. Und die Tragik ist halt manchmal, und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man mit einem Lebenspartner tanzt und dann später vielleicht weniger mit ihm tanzt, dass es eine sehr große Veränderung ist. Und das wirst du wahrscheinlich auch erlebt haben, ja? Dass du in Beziehungen warst mit jemandem, mit dem du regelmäßig getanzt hast und dann vielleicht später nicht mehr und die Erfahrung eigentlich eine sehr, sehr andere ist, weil das Losgelöstsein von dieser doch sehr starken Emotionalität, ja, befreit natürlich auch dieses Erlebnis, weil man dann sich plötzlich viel, viel mehr auf sich selber und seine eigenen Gefühle wirklich fokussieren kann, anstatt dass man es dem anderen recht machen will. Es gibt eine Und Diskrepanz und ein Spannungsfeld für alle. ja. Einerseits will jedes Individuum will diesen ganzen Erfahrungsbereich Tango, diesen Fächer des Möglichen, will den entdecken und sich erschließen. Dazu gehören auch tänzerische Partnerwechsel, allein auf Milongas gehen, weil mit jedem Partner fühlt sich's anders an. Und zugleich sind diese Impulse oft da, so ein angstvolles Festhalten am Partner, weil man zum Teil sind es die frühkindlichen Verletzungsthemen, nicht genug diese Bindung erfahren zu haben, weil man zu schnell in die Kita oder Kindergarten gegeben worden ist, zu wenig Umarmung, sichere Umarmung in der Kindheit. Es ist ja immer so, dass die Kinder sich lösen müssen und nicht die Mütter sagen, so, jetzt ist aber genug, ich muss arbeiten gehen oder irgendwas. Das ist so ein Punkt, das erzeugt Ängste. Und diese Ängste triggern wieder hoch beim Tango, weil dann ist das Gegenüber plötzlich beim anderen und du stehst allein da. Diese wunderschöne, sichere Umarmung ist plötzlich weg. Und das bringt ganz viel Verwirrung. Und das sind wir haben ja viele innere Kinder, die aus unterschiedlichen Lebensphasen mit ihren Prägungen und ihren Themen dann einfach in Erscheinung treten, über die Bühne laufen, situativ bedingt. Und wie schmerzhaft dann, dass man dann auf dem Stuhl sitzt und seinen eigenen Lebenspartner in den Ja, Armen ja. einer anderen Person sieht und etwas sieht und erlebt, was man mit der Person vielleicht nicht so schnell oder nicht so einfach erleben kann. Warum? Weil einfach durch die Konditionierung
bestimmte Dinge nicht so. Ich erzähl darüber, Ralf, weil du Komplex. hast das auch. Das ist leider alles sehr komplex und man könnte über jedes einzelne Thema einen ganzen Abend Ja, sprechen und länger. ja. Also der Punkt ist, dass du mit deinem, das Paar in der Regel belastet sind miteinander, weil ich unterscheide immer zwischen Komfortzonenbeziehungen und Entwicklungsbeziehungen. Die Komfortzonenbeziehungen sind bedürftig. Ich Ja. bin defizitär unterwegs, ich bin im Mangel, ich will was von der Beziehung. Die Beziehung soll mir das und das und das geben. Und sobald ich eine Partnerin, einen Partner habe, soll er mir das geben. Der ist für mein Glück verantwortlich und ich mache ihn für meine Emotionen verantwortlich. Und es gibt auf der anderen Seite die Entwicklungsbeziehung. Wenn ich oft genug hier das Messer gespürt habe in der Brust, denke ich mir, ja, ab einem bestimmten Punkt, auch je nachdem, wie sehr unsere Zirbeldrüse wieder aktiviert ist und die anderen Zentren, wo dann langsam höhere Schwingungen reinkommen ins System, merke ich, Moment mal, es kann doch nicht sein, dass ich so abhängig bin von anderen Menschen, von Situationen. Es muss doch eine Sicherheit, eine Kraft, ein Geborgensein, ein Gehaltensein in mir selber geben. Ja. Dann fängt man an zu forschen. Und dann kommt die alles entscheidende Frage für unsere Bewusstseinsentwicklung ins Spiel. Warum passiert mir das gerade? Was will mir das sagen? Und das ist der größte Schritt für einen Heilungsprozess, für einen Selbstheilungsprozess. Weil erst mache ich den Partner für alles verantwortlich. Er ist schuld, wenn es mir gerade nicht gut geht. Ich meine, für meine Emotionen und alles eigentlich Verantwortung, was gerade nicht gut läuft, aber die Tangos nicht funktionieren. Und wenn ich mir aber einmal schon anfange, die Frage zu stellen, wieso passiert mir das? Dann habe ich den Fokus bei mir. Dann bin ich wieder in der Selbstwirksamkeit und der Selbstermächtigung. Das heißt, ich habe die Fäden wieder in der Hand. Ich kann, dann bin ich mein eigenes Forschungsprojekt. Und dann dient mir der Partner praktisch als Triggergeber. Das heißt, er bringt all diese Themen und Einlagerungen, Muster, Traumata aus der Kindheit, bringt er wieder zum Schwingen. Da ist plötzlich wieder Strom drauf. Dürften wir dankbar sein. Nur das Dumme ist, dass sich's halt oft so gemein und unerträglich anfühlt. Ja, und dann auf einer Tanzfläche, wo man sozusagen man ist ja ausgeliefert dem Surrounding, der, ja, Leute sehen einen, man ist sozusagen, wenn man auf der Tanzfläche tanzt, gibt es genügend Leute, die einen beobachten und alles, aber auch wirklich alles ablesen. Und je mehr jemand erfahren ist, desto mehr liest er ab, weil es einfach auch Teil dieses Spürens ist. Weil ich meine, deswegen gehen ja auch viele Leute einfach nur zum Tango in eine Milonga, um einfach nur zu sitzen und zu schauen und das aufzunehmen. Viele Leute tanzen gar nicht mehr, ne? Und das ist einfach so dieses interessante Phänomen. Aber ich denke, da ist auch, also ich sage für mich, und jetzt möchte ich kurz beschreiben, was Intimität in meiner Arbeit ist. Ich habe in den letzten 1,5 Jahren ein Konzept entwickelt, das nenne ich Illuminating Intimacy, weil ich eben viel auch, ich habe angefangen, ich will dir die Geschichte erzählen, wie das eigentlich entstanden ist, weil ich habe begonnen zu studieren, im Film ein Intimacy Coordinator, ein Intimacy Director zu werden. Also ich bin noch nicht voll ausgebildet, aber ich habe zwei Prozesse schon abgeschlossen, habe auch privates Coaching und Seminare in Neuseeland gemacht. Also das Phänomen des Intimacy Coaching im Film und im Theater interessiert mich total. Und wenn jemand fragt, was ist ein Intimacy Director, das ist sozusagen eine neue Berufskategorie, die ist in die Film- und die Theaterwelt eingeflossen, nachdem sich herausgestellt hat, dass viele Direktoren, die Filme oder Bühnenarbeiten inszenieren, mit dem Phänomen der intimen Auseinandersetzung zwischen zwei Schauspielern nicht gut umgehen können. Dass es da Barrieren gibt, wo Grenzen überschritten werden, dass auf der Bühne Dinge passieren, die sollten nicht passieren. Wir haben das wunderbare Beispiel gerade, des spanischen Fußball-Leiters, der diese Spielerin auf den Mund geküsst hat und gone. Jetzt ist das Drama groß. Und diese Boundaries, dieses wirklich auch, und so ist das Phänomen der Inszenierung von Liebesszenen und von intimen Szenen eigentlich viel mehr ins Licht gerückt. In der Vergangenheit hat man einfach gesagt, ja, die Kamera läuft und dann macht ihr mal so und dann macht ihr das schon so und dann später kommt heraus, dass eine junge Schauspielerin
vielleicht nie mehr auf die Bühne geht, weil sie eine sehr negative Erfahrung hatte. Oder, und ich selber hatte das als 18,5, 19-jährige Schauspielerin in München am Residenztheater, bin ich selber in eine Situation gekommen, dass ich 6 Wochen lang im Probezyklus war. Ich war unter Vertrag am Residenztheater und war mit einem tollen Team und es kommt zum vierten Akt und ich wurde gefragt, eine Traumszene mitzugestalten, indem ich meine Kleider fallen lasse und meinen nackten Oberkörper zeige und ich mit 19 Jahren gesagt habe, das mache ich nicht. Und ich habe den Vertrag kündigen müssen, weil also der Regisseur bestand darauf, dass das getan wird. Und was ich jetzt hier erkläre und share, also was ich jetzt hier mitteile, ist diese Awareness, also dieses Erwachen dieser Grenzen, die wir eben auch oft nicht gelernt haben zu sehen, ja. Und Intimität ist durch viele negative Erfahrungen über viele lange Jahre zu einem, fast so ein bisschen zu einem Schamwort geworden. Oder wenn du sagst Intimität, dann wird es immer sexualisiert. Und das habe ich begonnen zu verstehen, weil wenn ich in meiner Love-Coach-Arbeit mit Leuten spreche über ihre Sexualität und ich habe das Privileg, dass ich viel erfahre über, ja, über die Intimleben von meinen Klienten, einfach weil es Teil ihrer Erfüllung ist, weil es ist ja auch etwas so Existenzielles, was man mitbringt in eine Liebesbeziehung. Was unterscheidet eine Freundschaft von einer Liebesbeziehung? Ja, eigentlich nur noch dieser letzte intime Schritt, ja, dass man sich auch physisch vereinigt auf der Ebene. Und was mich so interessiert hat an dieser ganzen Intimacy Direction Arbeit und der Choreography Arbeit ist das Phänomen, dass man zwei Schauspielern helfen kann, zueinander zu finden, ohne dass sie sich schaden oder wehtun oder dass da irgendetwas passiert, was dem Projekt und dem Paar und dem Ganzen, ja, in irgendeiner Weise Schaden zufügt, ja. Und was ich dann realisiert habe, dass ich eigentlich über Intimität anders reden möchte, dass ich fühle, dass Intimität nicht nur mit Sexualität zu tun hat, sondern viel auch mit der Herzensebene. Und wie kann man das in Business, in Familie und in Intimleben mit seinem Partner natürlich so leben, dass man da Bewusstsein auch einbringt? Und ich bin ja nun auch Single in den letzten paar Jahren und ich sage ganz ehrlich, ich habe mich auf einige Dating-Apps begeben und festzustellen, dass 95% aller männlichen Wesen, die mich kontaktieren, hundertprozentig nicht daran interessiert sind, wer ich bin oder was für eine wirklich Persönlichkeit ich habe. Dumme Fragen stellen, gleich sagen, treff mich und dann sich treffen wollen und dann wahrscheinlich wirklich nicht sehr viel Spielraum für tiefe Dialog mehr ist, sondern es anderen Zweck und Sinn erfüllen sollte. Aber da muss ich eben sagen, dass dieses Element, dieses wirklich den anderen treffen, also das im Tango sieht man das ja, das ist dann dieser Space, das ist dieser Meeting Point, das ist diese Umarmung. Und in meiner Intimität arbeite, dann sage ich immer, der erste Schritt ist einfach das pure Interesse. Man muss ein tiefes Interesse haben, diesem Menschen zu begegnen. Und wenn man dieses Interesse auch nur für 3 Minuten hat, wenn man diesen Tanz tanzt oder 4 Minuten, ja, oder einen ganzen Tag, in dem man mit jemandem in einem beruflichen Projekt sitzt, weil man ein Auskommen kreieren will, das Win-Win ist für beide Parteien. Oder auch in einer Familie, dass du in einem Rahmen sitzt und ja, also ich bin ein großer Fan von Family Meetings, wo einmal in der Woche die Familie zusammenkommt und spricht und einfach sich ausdrückt über das, was im Raum steht und was man mitteilen möchte, so dass man helfen kann, dass man eine mehr harmonisierte und mehr erfüllende Erfahrung hat. So für mich dieser erste Schritt, und da gibt es dann noch 3 weitere, die ich erarbeitet habe, aber ist mal das pure Interesse. Und Ralf, meine Erfahrung ist, wie wenig Menschen unfähig sind oder wie hart es ist. Sagen wir mal so, ich möchte jetzt nicht die Unfähigkeit, weil das wäre jetzt wäre falsch, wenn ich das so sagen würde, als das eine Kritik. Aber ich würde es gerne so ausdrücken, dass wir alle so
Aber wir sind so überwärmt, also wir sind so überschüttet mit so vielen Eindrücken, dass es uns oft gar nicht mehr so leicht fällt, wirklich dem anderen zuzuhören oder diese Signale auch aufzunehmen, die einem das Verstehen geben über den anderen, wo man sagen kann, ah, mein Interesse ist geweckt, hier will ich tiefer gehen. Aber Ich habe den kann ich nicht ganz ja, jetzt zustimmen, möchte ich gerne hören, wie du das siehst, weil weil ich habe. ich mache da ganz andere Erfahrungen. Ja, okay. Die Menschen, die ich mittlerweile in mein Feld sehe, die haben diese Präsenz und wirklich das Interesse und das wirkliche in Kontakt gehen, ohne über den anderen drüber zu gehen. Es ist alles über Resonanz. Das heißt, es ist immer die Frage, in welcher Welt bewegst du dich? Bewegst du dich jetzt im Mainstream, in dieser offiziellen, normalen Welt? Und da gibt es auch überall wunderbare Menschen. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn du dir die Welten selber aussuchen kannst und dir das so erschlossen hast, dann kommen die Menschen. Und wenn du diese starke Strahlkraft hast, weil du das schon so entwickelt hast in dir, dann ziehst du die Menschen genau in dein Feld. Und ich hätte gar nicht für mehr Menschen Zeit. Also ich habe für zwei Freunde Zeit in meinem Leben. Ich habe eine Beziehung, die ich mir nicht gesucht habe. Ich war nie auf Dating-Apps, sondern meine Erfahrung ist, es geschieht alles über Anziehung und Resonanz im richtigen Moment der eigenen Entwicklung. Und Aber es ich ist wunderschön, finde dass du das es sagst. Hm, total interessant, weil wir haben so viel gemeinsam. Jetzt weiß ich, dass ich sowas Ähnliches mache wie du, wie es deinem Begriff entspricht. Weil im Tango geht es genau darum, auch wenn du Lehrer bist oder in meinem Lehrer, ich mache das Wort Lehrer nicht, weil das ist so von oben nach unten gedacht. Ich vermittle Tango und das ist ein Dialog. Und ich lerne immer genauso viel von meinen Schülern wie die von mir. Das ist ein lebender Prozess. Ich lerne andere Dinge, klar, nicht Tango-Schritte, aber es ist so ein Geben und Nehmen und es ist immer Augenhöhe. Auch wie in jeder Partnerschaft, jeder Beziehung. Jetzt hast du eine wunderbare Schlüsselgeschichte. Also du hast angefangen über diesen Begriff oder nee, über dieses Erlebnis, uns da reinzuführen. Genau, das mit das im Residenztheater. Also für mich es braucht nur einen zweiten Pol bei der Intimität, die Integrität. Die Integrität ist Genau, das ist dann beim Gesamtes. der dritte Schritt. Also ich habe davor eins, I have interest, und dann ist es die interpersönliche. Also der zweite Schritt ist wirklich die interpersönliche Resonanz. Man muss ja den Dialog führen, ja, Also und der kann nur geführt werden, wenn das tiefe Interesse da ist, es zu tun, ne? aber das sind auch Und, Prüfungssituationen, weil du bist in ja. solchen Verletzungserfahrungen eingeladen, dich zu ermächtigen, zu erkräftigen, deine Integrität nicht verletzen zu lassen, deine Grenze zu ziehen und nicht nachzudenken, was es dich kostet und welche Konsequenzen es hat. Ich bin einmal aus dem Kammerspielen raus, weil ich so wütend war. Also ich habe so eine Demütigung von Schauspielern auch in München. So eine Demütigung von Schauspielern nicht nochmal erlebt. Also sie haben die gezwungen, nackt auf der Bühne sich im Schlamm zu wälzen. Dieser Schlamm sollten Fäkalien sein. Und denke mir, ich benutze den Begriff jetzt mal. Was für Faschisten sind diese jungen Regisseure oft, die ihre Macht missbrauchen? Genau. Das ist wirklich diese widerlichste faschistoide Ebene für mich. Als Regisseur hast du Macht über Schauspieler. Du Das kriegst ist sehr ein richtig. Theaterengagement. Musst immer Zeit haben wie ein Sklave, wenn Proben sind. Also ich habe auch an der Schauspielschule als Bewegungslehrer lang gearbeitet, in München am Prinzregententheater. Und das sind meistens Junge, die natürlich dann diese Erfahrung machen, boah, ich habe ganz viel Macht, die müssen wirklich tun, was ich sage, egal wie widerlich und übergriffig das ist. Und die wenigsten haben die Eier zu sagen, nein, das mache ich nicht. Weil sie haben die Schauspielschule gemacht, das ist ihr Lebenstraum, ihr ganzes Herz hängt da dran. Das sind meistens jung. Viele haben noch nicht so gelernt, Nein zu sagen, sich abzugrenzen. Und genau da fahren wir rein. Und ich. Ja, es ist verdammt hart als Schauspieler, da deine, ja, dich, es ist, ich meine, das hat nichts mit Durchsetzen zu tun, aber deinen Platz dann auch zu finden, so dass es wirklich auch stimmig ist, gell? Und ich meine, dieser Dialog ist so wichtig. Und die Integrität, ja, das ist mein Tritt. Und das geht nicht Schritt für Schritt. Das fließt natürlich ineinander, ja. Das Interesse, das Interpersönliche, diese Kommunikation, wie wirklich dieser Dialog, der da erst stattfinden muss. Aber er muss in Integrität stattfinden. Und da Für bin ich einen ja. wichtiger Punkt noch, das Ja. klingt jetzt gerade so, als wären manche Menschen Opfer von anderen. Ich habe nichts gegen diese machtmissbrauchenden Regisseure. Die sind in ihrem Erfahrungsfilm und die anderen sind in ihrem Erfahrungsfilm. Natürlich, Wir sind alle natürlich. keine Opfer und Täter. Wir haben alle die Möglichkeit, also auch die vermeintlichen Opfer haben immer die Möglichkeit, Nein zu sagen.
Und das ist vielleicht eine ganz wie wichtig, ich es getan habe. ja, eine ganz wichtige Option, weil damit gibst du dir selber die Ehre, und zwar dem, was du wirklich im Innersten selber bist. Aber Das es hat dazu geführt, dass ich nie wieder, ich habe dann noch ein bisschen Fotomodeling gemacht. Ich bin dann auch noch mal, habe dann auch noch mal, ich glaube, Modern Dance auch unterrichtet später und so. Aber ich bin dann beim Film gelandet. Ich habe wirklich nicht mehr tänzerisch, schauspielerisch mich weiter ausgebildet. Aber ich weiß, dass in mir ein Funken da ist, der das auch sehr, also wo da auch ein Element ist, des Bedauerns da ist, ne? Ja, klar. Dass ich diesen Teil von mir nicht gelebt habe. Nun war meine Mutter auch eine Opernsängerin, die immer viel Angst hatte, Bühnenangst hatte und viel Auftrittsangst hatte und die sie dann bewältigt hat über einen spirituellen Weg. Ich war 13, wie sie einen spirituellen Weg mit dem Namen Sahaj Mark fand. Und ich bin dann mit 17 eingeführt worden. Und so bin ich heute schon 44 Jahre auf einem spirituellen Weg, den ich auch gewechselt habe dann. Aber jetzt bin ich in den letzten ein, zwei Jahren wieder zurückgekommen zu meinem originalen spirituellen Weg. Und das ist eigentlich sehr schön, weißt du, wenn man versteht, dass man diese emotionalen Bürden, die einen da so diese Angst zu versagen oder dieses Imposter-Syndrom oder was immer man das heutzutage nennt, diese verschiedenen Ebenen, dass eben man durch diese geistige Kraft, durch diese höhere Kraft, und da bist du ja natürlich sehr, ich habe ja viel von dir gehört, auch wie du arbeitest, auf der Ebene, ne? Wie sagt man denn, was es einem eigentlich geben kann, wie viel Schutz und wie viel Stärke von innen heraus man entwickeln kann dadurch und wie sehr man das Leben leichter auch ja einfach gestalten kann, wenn man seinen spirituellen Weg kennt und geht, ja. Und das fühle ich, das ist, glaube ich, eines der stärksten Resonanzen, die ich mit dir gefühlt habe, schon in den ersten paar Minuten unseres Kennenlernens, dass in dir eine Ruhe und eine Zentriertheit existiert, die sehr wohltuend ist und auch eine Kindness, also eine, wie sagt man denn, eine, ich möchte das Wort freundlich, es ist ein bisschen oberflächlich, wie sagt man kind, Warmherzig vielleicht. warmherzig, also auch eine, und mit Kindness ist ja auch so, ich habe gespürt, dass du interessiert bist, mich zu hören und mich kennenzulernen. Und so sehe ich dich aber auch mit anderen, weil ich war ja in einem Rahmen, da waren viele mehr Leute da und da waren Tänzer und da waren Zuschauer und da war die Regisseurin, die Anna, und das war wirklich alles ein sehr, sehr schöner Rahmen. Aber ich habe gespürt, du bist auf jeden wirklich mit sehr viel Respekt und sehr viel Zuvorkommenheit eingegangen. Und das ist natürlich auch eine Kunst, ja? Dass man das kann, mit Menschen so umzugehen und wie du, und dann finde ich es auch sehr interessant, dass du sagst, aber dann lebst du in deiner Welt, wo du mit den Menschen, die du wirklich kennst und nah um dich hast, da ist es dann auch alles okay, da muss man gar nicht so viel, ja, agieren Wir und kommen versuchen. immer wieder an unsere Themen ran, wo nur welche Ja. sind, und manchmal kommen an Themen wieder, weil wir haben ja bestimmte Erfahrungen in verschiedenen Auraschichten abgespeichert und in verschiedenen Feldern. Es gibt das Ursprungsfeld, wo wir ein bestimmtes Erlebnis zum ersten Mal gemacht haben, das sehr prägend war. Und dann gab es diese nachgeordneten ähnlichen Erlebnisse. Wir lösen immer wieder ein Stück weit mehr auf. Und manchmal kommen wir zuerst ins Ursprungsfeld, manchmal kommen wir aber erst zum Schluss hin, und dann wundern wir uns gelegentlich, warum das Thema jetzt nochmal so stark in uns angreift, innerlich, und aus dem Gleichgewicht bringt. Aber das gehört alles zum Prozess, und man darf sich auch gewahr sein, je mehr wir uns auf unserem Weg befinden, umso mehr werden wir von unseren höheren Bewusstseinsanteilen rangenommen. Ich sage immer wieder zu meinen Team da oben und dazu mein Hören, wir sind ja zwölfdimensionale Wesen, und in jeder Dimension, und man darf es nicht räumlich vorstellen, sondern als Bewusstseinsfrequenzen, in jeder Dimension ist ein Aspekt von uns. Und die wollen natürlich jetzt auf die Erde. Und wo, wie und wo? Durch uns, durch unseren spirituellen Kanal, weil wir jetzt besonders leben. Wir wollten immer weg von der Erde nach oben, aber jetzt ist die Zeit, wo wir uns verwurzeln, weil wir sind jetzt hier, und das ist gut so.
Und Ja, und dann jetzt möchte ich zu dem letzten Punkt meiner Illuminating Intimacy kommen. Das ist die Realisation, dass wir uns nicht beeinflussen können. Wir sind immer verbunden. The oneness is there all the time. Und wenn wir denken, dass wir intim sein können, ohne intim zu sein, oder ja, nicht intim sein zu können, ja, indem wir intim sind, das ist ein Paradox, aber es ist so dieses Missverständnis, das oft existiert in menschlichen Beziehungen, wo sie diese Erwartungshaltung da ist, dass jemand etwas gibt und der andere dafür offen ist und man dann gleichwertig zurückgeben muss. Und ja, ich spüre so, dass diese Awareness, dass man eigentlich gar nicht in dieser Dynamik zwischen all diesen menschlichen Beziehungen, in denen wir uns befinden, da muss man, ja, also wenn dann Leute so krampfhaft irgendwelche Beziehungen beenden und sagen, jetzt gehe ich raus und beende eine Freundschaft oder diese Person ist nicht mehr mein Freund oder, also in meiner Welt, in meiner inneren Welt, Ralf, man kann sich vielleicht physisch und emotional abschalten oder voneinander wegbewegen. Aber ich werde immer mit dieser Seele, ich werde immer mit dieser Frequenz, also dieses Menschen, der mir irgendwann mal in dieser Existenz, in der ich mich befinde, einen Einfluss auf mich hatte. The interference, ja, oder dann auch, wir haben ja dieses schöne Wort heutzutage im Englischen, der Influencer. Wir sind beeinflusst voneinander und die Kunst, das so positiv beeinflusst zu sein, dass man davon wirklich gute Dinge in sich bewahren darf und auch das Element der Geborgenheit und des Schutzes und der Zugehörigkeitsgefühl und all das, diese menschlichen Themen, die wir uns, nach denen wir uns so sehnen, aber auch die Freiheit zu haben, zu sagen, ich muss nicht jeden Tag mit der Person zusammen sein oder das muss jetzt nicht jemand sein, mit dem ich in derselben Office arbeite oder was auch immer. Aber Intimität ist etwas, was viel, viel weiter geht, als nur, dass man sagt, jetzt haben wir mal Sex zusammen oder man küsst sich mal oder es ist eine physische Erregung, die da gefühlt wird für einen Moment und dann hört man das wieder auf. Für mich gehört Intimität mit einem Menschen, die existiert. Das ist einfach für mich in meiner Erfahrung ist es eine tiefe, ja, ein, das ist ein Seinszustand. Das ist nicht mehr etwas, was ich anschalten kann und abschalten kann. Macht es Sinn, wenn ich das so sage? Ja, also für mich ist es einfach, über die Resonanz ziehe ich die Menschen an, die mir nah sind. Und wir treffen uns alle nicht zum ersten Mal. Und wir ziehen dann die Menschen an im richtigen Moment in unserem Leben. Wenn wir, und der richtige Moment ist immer der, wo wir zu der Wahrnehmung fähig sind, der Wahrnehmung des anderen Menschen und dieser besonderen Qualitäten dieser Begegnung. Manchmal ist es ja so, dass wir es noch nicht wahrnehmen können und aus irgendwelchen Gründen treffen wir uns aber trotzdem schon. Dann dürfen wir andere Erfahrungsprozesse machen, dass wir manchmal im Moment hinterherlaufen dürfen, wo was möglich gewesen wäre. Und dann ist es halt die Erfahrung, die wir machen. Aber wir treffen uns alle nicht zum ersten Mal. Und für mich ist es auch dieses, wir sind ja sowieso eins. Und das ist ja auch wieder eine Paradoxie. Wir sind miteinander verbunden, weil wir individualisierte Göttlichkeit sind. Dadurch sind wir auch einzeln als Individuen, aber auf einer wiederum anderen Ebene sind wir eins auch. Wir sind beides. Wir sind einzeln und eins. Ja, natürlich. Und ja, total. Ich bin hundertprozentig auf deiner Wellenlänge, wenn du das sagst, ja. Und beim Tango merkst du ja genau das im Mikrokosmos des Kleinen auf der Tanzfläche. Es ist ja Ja. in Beziehungen so, dass jeder Mensch einen anderen Ton in uns anschlägt und zum Schwingen bringt. Wir leben uns ja in jeder Begegnung nochmal von einer anderen Facette, von einer anderen Tonalität auch, von einem anderen Akkord, der anklingt, oder einer anderen Musik, einer anderen Melodie. Und wir brauchen diese Begegnungen, damit wir überhaupt den Teil in uns wieder wahrnehmen. Und auf der Tanzfläche merken wir das mit 10 verschiedenen Begegnungen an einem Abend. Da geht es in der Regel ohne Drama. Und es ist sehr spannend zu sehen, was für unterschiedlichen Zauber das hat jetzt im positiven Sinn.
Ja. den Menschen in dieser Nähe, in der Umarmung halten zu dürfen. Und diesen feinen, es ist ein seelischer Austausch, der da stattfindet, nicht nur ein physischer. Es sind wirklich, es ist dieser Duft der Seele, der inneren Blumen. Und es ist auch das Physische, aber das hat eben alle Ebenen, die wir als Mensch sind. Das hat unsere Energieebene, es hat die festkörperliche Ebene, es hat genau, also diese feinen körperlichen Ebenen, alle Schwingungen unserer Systeme, Chakren, mit all ihren kosmischen Anbindungen. Und du Was ich hast. ja sehr interessant fand, dass du gesagt hast, dass das weibliche Prinzip denkt ja immer, dass das männliche Prinzip das alles unter Dach und Fach hast. Dass die kennen ja gar keine Emotionen, die machen das einfach so und dann, ja, nein, nein. Aber ich meine, es sieht oft so aus. Und ja, I mean, wir haben ja das Alpha-Male-Mentalität, wo dann die Männer auch sehr stark sich mit dieser sehr konservativen Seite ihres Selbst fokussieren und dann, Muss ich widersprechen? ja, und das weiß ich. Und erzähl doch mal, was geht denn in einem Mann Ja, vor, wir wenn er machen sich mit. immer Erfahrungen in unseren Kulturkreisen. Du bewegst dich Ja. in diesen angelsächsischen Kulturkreis. Ich habe Ja. in Süditalien, in Apulien gelebt. Da herrscht eine unendliche Herzlichkeit, auch zwischen Männern, unsere Brüderlichkeit und eine Warmherzigkeit. Ich habe noch nie so viele Männer umarmt. Es ist so augenblickszentriert, die sind voll in der Das ist Gegenwart. wunderschön. Man plant zwar irgendwas zu machen, aber jeder weiß, es läuft total anders. Ich war am ersten Tag da in dem Ort, weil ich wollte mit meiner Freundin, meiner damaligen, dort mir ein Haus mieten und dort bleiben. Die hat einen Job als Dorfschullehrerin gekriegt. Sind wir dahin, dachte mir, ja, gibt's dir mal eine Zeit Süditalien? Und sie ist ganz ordentlich auf die Kommune, hat da mal gefragt, ob es irgendwie Häuser gibt. Dann eine Liste, fragen wir, ich bin in die Badzentrale, wie die Männer das machen, und habe meinen Kaffee an der Bar getrunken. Und dann kamen nach und nach die Gäste und gesagt, hey, du bist aber nicht von hier, was machst du hier? Bist du? Ich sag, nö, ich möchte hier wohnen, ich möchte hier leben. Und dann ging es los. Das ist so eine Herzlichkeit, so ein wirkliches Interesse. Das war Intimität und Dann Verbindung. hast du sicherlich, du hast das Haus gefunden durch einen Kontakt in der Bar und Genau. nicht durch die Agentur. Bilele, also der schnell ein Freund geworden ist, hat das Handy gezogen und hat eine Nummer nach der anderen. Und dann kam Valeria rüber aus der Kommune und wir sind los mit Fideles Auto. Dann haben wir noch Cousins und Schwäger und Schwager und andere Freunde, Familienmitglieder abgeholt. Dann saßen wir alle so im Auto und sind irgendwie die ganze Nacht unterwegs gewesen. Und am nächsten Tag kam ein Mietvertrag für ein wunderschönes, traditionelles Haus gehabt im Dorf. Und das ist Intimität auch für mich. Das Diese ist auch so. Das liebe ich an Bali so. Das ist, warum ich so gerne mit den Locals ja, kommuniziere, warum ich so gerne mit ihnen arbeite. Und es ist nicht immer leicht, weil ich meine, andere Kulturen bringen andere Sitten und andere Regeln und andere, ne? Und dann ist es auch eine sehr religiöse Kultur. Ne? Ist ja alles sehr hinduistisch aufgebaut, vor allen Dingen in Nordbali. Und ja, es ist interessant, gell, wenn man so in so andere Kulturen so eintaucht und wenn man so entdeckt, dass wir hier in so Zentraleuropa oder auch jetzt so Australien, Neuseeland, ne, das ist schon ganz anders. Also das ist eine ganz andere Welt. Da herrschen andere Gesetze, ne? Ja, Und also man erlebt ja in jeder Kultur Menschen, die ja. die Nase ein bisschen drüber haben über ihre kulturelle Soße, die durchaus so dieses universale Menschsein in sich schon entwickelt haben, die einfach so diese Urmenschlichkeit wieder fühlen in sich und auch die Konventionen, die angelernten Muster und Strukturen hinterfragen und das für sich relativieren und sagen, ja, da gibt's Schönes dran, aber ich bin das nicht, ich bin da nicht reingezwungen und dran gebunden. Ich bin Freischöpferwesen, ich lass den Umgang fließen, wie ich es im Herzen spür. Dann bist du ein Stück frei von deiner Prägung. Die Menschen findest halt überall. Aber ich habe in Süditalien entdeckt, dass ich Tango mit Männern machen will. Weil es ist hier eine Folterkammer. Die Beziehungen, die alle wackeln, wo die Männer schon seit Jahren in der Defensive sind, weil die Frauen sagen, jetzt mach doch mal was. Und wir sitzen immer nur zu Hause. Dann machen sie ihre Yogakurse und was weiß ich in der Ja, Toskana. Oder trifft sie mit Freundinnen. Und die Männer sind irgendwie erschöpft von ihrem Job oder fühlen sich auch unter Druck gesetzt, weil sie ja sehen, die Frau kommt in die Gänge und dann sagt sie, komm, wir machen jetzt was zusammen, wir machen einen Tango-Kurs. Und natürlich riechen die den Braten schon und sagen, oh nein, ich bin eh schon so unter Druck und jetzt muss er auch noch tanzen lernen und auch noch.
ist so schwierig. Und dann sind die unter einem unendlichen Leistungsdruck. Erstens mal ist der Spaß von vornherein, die sind schon wie unter Schock. Das ist wie eine Traumatisierung. Weil die meisten Paare leben ja dann zusammen, vor allem die Paare, wo solche Prozesse dann in Richtung Tango gehen. Ja, Das sind ja oft genau. Paarbeziehungen, wo schon so lange kriselt und gärt und wirklich ja mal eine Lösung oder ein transformatorischer Schritt her muss. Aber der kommt halt nicht vom Tango. Der Tango ist der Wolf, der die kranken Tiere frisst. Die kranken Paartiere. Und die Frauen lernen sehr schnell und blühen auf im Tango, weil sie sehen, die guten Tänzer fordern sie alle auf und sie können da auch schon sehr schnell mithalten, weil die weibliche Rolle nicht so komplex ist wie die männliche Rolle. Dann sind die Männer auch nicht so gewöhnt, in diesen tänzerischen körperlichen Ausdrucksmedium Fuß zu fassen. Aber meine Erfahrung war die Tatsache, und das ist jetzt wieder kulturell. Hier in Deutschland habe ich ja gelernt, durch die letzten Wochen, die ich hier bin, dass es okay ist, wenn man sozusagen die Damenwahl wählt und dann auch mal jemanden anspricht und sagt, willst du mit mir tanzen oder ich würde gerne mit dir tanzen oder diesen Tanz tanzen. Also in unserer Kultur ist da kann man vielleicht und zwischenmenschlich bestimmte Vereinbarungen haben, aber im großen Bild in einer Milonga kannst du offiziell nicht auf einen Mann zugehen und ihn dann. Ariane, dann ist es aber wieder mit deiner Theatererfahrung. Wenn dich jemand so direkt fragt und du willst es nicht, dann musst du auch sagen, nö, mache ich nicht. Ja, will ich nicht, Ja, genau. genau. Ja. Und das ist das Schöne an dieser Aufforderung über den Blickkontakt. Das sind ja immer die Frauen auch, die dann indirekt den Blick auffordern. Du kannst immer noch woanders hinschauen. Du hast immer die Freiheit, keinen Korb abgeben zu müssen, Nein zu sagen. Ja. Und das andere hat schon ein bisschen was Zwingendes auch. Und es gibt viele, es sind halt leider wirklich oft da Männer, die Ja. dann Gespräche reinplatzen, zwei, drei unterhalten sich gerade auf einer Milonga und er unterbricht das Gespräch und sagt, du, tanzt du mit mir? Also, da kannst du ja nur noch Nein sagen. Aber ich wollte den Männern noch was sagen. In Süditalien ist es so, dass die Frauen untereinander viel machen, traditionell, auch in der lateinamerikanischen Kultur, und die Männer viel gemeinsam machen. Es ist dieses Brüderliche. Man badet in der gleichgeschlechtlichen Energie. Das tut einfach gut unter Freunden. Und man unternimmt auch viel zusammen, umarmt sich, legt mal die Hand um die Schulter, da gibt es keine Berührungsängste. Die sind alle hetero oder viele, die Ja, meisten ja, wahrscheinlich, ja. und lieben alle ihre Frauen, haben Lust auf entweder auf ihre Geliebte oder auf ihre Frau. Aber darum geht es, und das weiß ja jeder. Aber es ist einfach schön, wenn du unter Männern all diese Nähe hast und nicht über Bullshit wie Wetter oder Sport redest oder über das, was eine Zeitung über die Politik so erzählt. Ja, Und wirkliche natürlich. Gespräche. Und so ist Tango auch. Also da am Anfang gab es keine Frauen am Rio de la Plata. Das war so eine männliche Mehrheitsgesellschaft von den Einwanderern. Und die haben ja auch geschaut, hey, wie lernen wir das? Es gibt keine Frauen. Dann haben sie probiert an den Straßenecken. Meistens irgendwo in so einer schlammigen Piste. Ja. Dann gab es die Drehorgel, da hat man ein bisschen Musik gehabt und hat sich gegenseitig die Schritte gezeigt. Einer hat die Frauenrolle getanzt, der andere die Männerrolle. Dann haben die Näherinnen aus der Fabrik irgendwann nach 12, 14 Stunden Arbeit Feierabend gehabt und sind irgendwie müde und blass nach Hause gegangen, sind stehen geblieben, haben den Männern zugeschaut und so haben sich so langsam auf der Straße diese Tango-Erfahrungsräume gebildet. Aber es war normal, dass Männer miteinander tanzen. Ich biete es heute auch wieder an. Sagt den Männern, hey, tut euch das doch nicht an mit euren Frauen. Ihr liebt sie doch und wollt eure Beziehung auch nicht gegen die Wand fahren. Lernt doch Ja. miteinander Tango und dann überrascht ihr eure Süße. Sagt einfach, hey, lass uns Tango tanzen gehen und ihr könnt es schon. Und dann seid ihr die Kings. Und das nimmt so viel Druck raus, weil die Männer haben viel mehr Druck als die Frauen. Die Männer sind heute mehrheitlich in der Defensive. Und darum muss man sie besonders ins Herz schließen und sie ein bisschen an der Hand nehmen. Und das möchte ich auch. Frauen sieht man nicht. Das ist so schade einfach. Und ich Ich selber freue auch. mich auf den Tag, wo ich mit dir mal in einem Tango, in einem wirklichen Lern- und Erfahrungsspace mich mit dir befinde. Also ja, es ist ja eines ist die Milonga, aber so dieses Experimentieren mit diesen Energien. Also wir haben ja auch viel über das Phänomen der Tango-Meditation gesprochen, dass man eben über diese meditativen, diese mehr sanften und diese energetischen Prozesse im Grunde da auch viel lernen kann über sich und über die andere Person.
Und da fiel auch, ja, meine Freundin und Kollegin Stephanie Kang in Bali. Wir planen ja auch solche Seminare auch in Bali zu unterrichten und zu gestalten als kleine Retreats. Und also Stephanie sagt auch immer, es ist kulturell etwas, was noch nicht zu vielen, da gibt es noch nicht viel Dialog auf der Ebene, dass es im Grunde als etwas erkannt wird, dass das Phänomen oder auch die Möglichkeit hat, sich energetisch so tief und spirituell so tief über die Erfahrung des Tangos auf dieser meditativen Ebene zu entwickeln. Und Frage ist, glaubst du, dass sich das durchsetzen wird über die Jahre, dass es eigentlich viel mehr dazu kommen wird, dass Paare das auch für sich entdecken, dass Also es am Anfang, eine also ich andere bin. Kapazität gibt? Oder meinst du, dass es einfach nur ein Tanz ist, der wird eben so getanzt und Am der Anfang vor technisch? 20 Jahren habe ich mir von so vielen anhören müssen, hey, das ist doch so ESO, was du da schreibst, das hat doch mit Tango nichts zu tun. Irgendwann kamen noch andere Tango-Bücher und dann ist viel abgeschrieben worden bei mir, ohne zu zitieren. Und ich habe mich aber gefreut, weil ich merkt habe, ja, okay, da hat es jetzt irgendwo im Feld was verändert. Ja. Informationsfeld sind schon andere Ich Sachen. glaube, es hat sich wirklich auch durch die Tango-Stile verändert und Tango Nuovo. Und das ist, ich glaube, das ist einfach so die Art. Aber ich Und wollte jetzt, noch sagen, ja. selber gehe ich eigentlich nicht mehr auf Milongas, weil es langweilt mich. Was soll ich da rumsitzen? Ich kenne das, ich habe es lange genug gelebt. Und was mich im Tango immer interessiert hat, ist, Tango ist so viel mehr als Tango. Ein Tango, das ist praktisch ein Universalvehikel. Alles, was ist, findest du im Tango wieder. Und Tango ist immer Beziehung. Und sowieso alles, allem, was du gegenübertrittst, ist ein Beziehungsgeschehen, auch zu dir selber. Und auch die Beziehung zum Tango ist ein Beziehungsgeschehen. Du kannst den Tango nicht als So-Sein betrachten. Der Tango existiert nicht als Objekt, sondern immer in der Beziehung mit dir. Und das macht spannend. Er hat die meditative Ebene, er hat die zutiefst heilerische und therapeutische Ebene, er hat auch die sozialheilerische Ebene und er hat dieses Wiederzueinanderfinden als Gruppe, als Gemeinschaft. Er hat die Ebene, wo uns unsere inneren Verletzungen und Triggerthemen nur so um die Ohren spritzen. Aber das ist wunderbar, weil wenn du wirklich so mal dieses Bewusstsein hast, ich will an meinen Themen arbeiten, kann da fast nichts an Besseres passieren. Jetzt ist es so in einer normalen Beziehung, der Komfortzonenbeziehung, wo wir bedient werden wollen mit unseren emotionalen Bedürfnissen, da klagen wir den Partner an, weil er uns das nicht gibt, was wir wollen. Er ist schuld, wenn wir uns unbehaglich fühlen, wenn wir in die Ängste kommen, in Horror, innere Horrorerfahrungen, aber es ist ja das, was in uns hervorkommt aus Situationen. Wenn ich aber jetzt in einer Entwicklungsbeziehung bin und mit den Menschen arbeite ich am liebsten, wo ich das auch mit meiner Partnerin so auf den Tisch legen kann. Da ist keine Lüge, keine Unwahrhaftigkeit mehr. Wenn ich was fühle, kann ich das sagen. Und ich sage, du, mir geht es jetzt gerade so in der Situation, das hat das und das mit mir gemacht, dann muss sie sich nicht angegriffen fühlen. Und dann ist sie eingeladen, auch zu sagen, du ja, ich verstehe das total, ich habe mir es neulich so gegangen. Und dann erzählt man und teilt es mit. Und wir werden sehr schnell merken, wir sind so in einem Boot alle. Wir haben alle diese alten Verletzungen aus vielen Dualitäts-Inkarnationsketten in uns. Also wir haben schlimmste Dinge erlebt. Wir sind verwiesen, verrottet, zig mal auf den Scheiterhaufen, was weiß ich. Oder sind verletzt worden, doch falsche Vorstellungen, wer wir sind und was Liebe ist. Die meisten Menschen können noch nicht lieben. Wenn du diese kleine Liebe lebst, dass ich muss gefüttert und genährt werden von anderen, bist du noch nicht liebesfähig. Liebe heißt, ich liebe dich, aber ich brauche dich nicht. Ich habe die Fülle in mir, ich bin wie ein Brunnen, wie eine Quelle, die immer fließt. Und ich bin immer angebunden an mein Licht und an die tiefsten Ebenen von Gaia. Dann kann ich lieben. Und vorher ist es was anderes, da ist die Liebe schon irgendwo mit dabei, aber die sind da sehr überlagert von unseren inneren Themen. Aber wenn ich diese Beziehungskultur mal implementieren kann und mal als Mann zu meiner Partnerin sage, zum Beispiel so eine Situation, der überforderte Mann, sie will unbedingt mit ihm Tango tanzen, sagt, du, das macht mir so Angst, ich habe immer das Gefühl, ich bin da nicht gut genug, du machst zu viel, ich habe das Gefühl, ich bin wie gelähmt, ich komme nicht in die Gänge. Was glaubst du, wie ist die Frau, ihren Mann plötzlich wieder liebt, dafür, dass er sich so öffnet? Das kann so einfach sein, es braucht nicht viel. Das ist das Schöne. Das ist, wie wir vorhin von Mars, Venus und von dieser Opportunity, also dieses im Grunde für die Menschheit
Im Moment sind wir in einer Phase, wo da eine Chance ist. Ja, Ich wir wollte nur haben den eine. wichtigsten Punkt noch sagen. Viele Menschen sind lösungsorientiert unterwegs, aber wir brauchen keine Lösung. In dem Moment, wo wir authentisch und wahrhaftig im Jetzt leben und das Ja. teilen mit nahen Menschen, kommen wir innerlich in Lösungsprozesse. Die Dinge lösen sich im Jetzt. Der Kopf, der 3D-Verstand, das Ego, ich liebe das Ego ja auch, will das ja nicht irgendwie weg haben, aber die suchen immer nach Lösungen. So sind die geeicht. Aber die verstehen nichts von der Liebe. Die verstehen auch nicht von unseren unendlich feinen Körperprozessen. Wenn unser Verstand unseren Körper nur für eine Nanosekunde am Leben halten Ja. wird, wir wären nicht mehr ein feuchter Fleck am Boden. Also es geht nicht um lösungsorientiertes Handeln. Es geht um Hingabe ans Leben. Und authentisch und wahrhaftig sein. Und Vertrauen an dieses Göttliche, was wir sind. Wir zeigen uns. Glaube ist, ja, total. Ja, Aber es ist absolut. halt kein blinder Glauben in diesem Begriff der Nein, Religion. nein, 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 kein Es ist ein blinder inneres Glaube. Wissen. Wir spüren das einfach. Und Natürlich. wir zeigen uns, wie wir sind. Und das ist eine Einladung zu echter Liebe. Dann öffne ich mein Herz, weil Liebe und Freiheit und Mut sind eins. Das ist die Trinität des Herzens. Keine Liebe ohne Freiheit. Wenn jemand festhält oder selber eng bin und festgehalten werde, da kann keine Liebe fließen. Darum achtet die geistige Welt ja unseren freien Willen so, weil sie sagt, wenn wir in den freien Willen eingreifen, dann ist es vorbei mit der Liebe. Und die Liebe hält das ganze Sein am Laufen. Ohne die Liebe hört es sofort auf zu existieren. Die ist so viel größer als das, was wir jetzt suchen. Menschen. Aber es kann dort erfahren werden und erlebt werden. Und das ist das Schöne, das ist das Unfassbare. Und es verwandelt den anderen Menschen. Magischer Akt, wenn du dich zeigst, wie du bist, ehrlich und wahrhaftig und authentisch, dann macht es was mit deinem Gegenüber. Du darfst es nur nicht berechnen machen. Das ist eine Kapitulation, weil du es nicht mehr festhalten kannst. Die Anspannung ist eine positive Kapitulation. Manche nennen das auch Loslassen. Und dann passieren die Wunder. Oh, ich wünschte, wir könnten diese Konversation auch auf Englisch haben, weil ich glaube, dass es in der englischen Kultur eine ganze Menge Menschen gibt und geben wird, die eigentlich von diesen Worten sehr profitieren. Vielleicht müssen wir einfach Untertitel und eine Übersetzung kreieren für diesen Text oder für was wir heute besprechen. Aber es ist schon sehr spannend. Also ich bin dir sehr, sehr dankbar für unser Gespräch. Ich habe mir auch schon gedacht, es wäre schön, das auf Englisch zu machen. Ja. Da bin ich nicht so entspannt, aber Englisch ist auch nicht so gut. Naja, du, wir können es ja überprüfen, ob es funktioniert. Und ob das können wir ja einen anderen Event wählen, wo wir das ausprobieren Genau, wir können. testen mal. Genau. Also ich habe das Gefühl, irgendwie fühle ich jetzt so, wir sind so circa 1,5 Stunden jetzt am Kommunizieren. Ich habe so das Gefühl, es kommt jetzt gerade so ein bisschen zu so einer Abrundung für mich. Hast du das Gefühl, dass es noch etwas gibt, was du gerne so, über das du reflektieren möchtest heute Abend oder? Man könnte nur von Hundertsten ins Tausende kommen, oder? Aber es ist schon rund, sehe ich, also das fühle ich schon auch. Oh, ich denke, dass es eigentlich spannend wäre, dass wir das einfach weiter aufrechterhalten, dass wir einen Teil 2, wie wir in unserem Gespräch im Garten am Ammersee, 2 Teile für unser Audio kreiert haben. So können wir vielleicht auch einen zweiten Teil zu diesem Zoom Ja. kreieren, indem wir ein anderes Meeting machen in den nächsten 1 bis 2 Wochen, wo wir einfach nochmal vielleicht von einer anderen Perspektive an Themen rangehen. Ne? Die Also Themen tanzen uns ja immer weiter. Und viele sagen, ja, ich bin der Tänzer und das Leben ist dann der Tanz, der aus mir kommt. Aber die orientalischen Mystiker haben gesagt, nein, das Leben ist der Tänzer und du bist der Tanz. Und die sag wirklich. doch mal, ich meine, was hältst du denn von, das ist das, was sehr schön, was du gerade sagst, das mit dem, das Leben ist der Tanz. Nee, das Leben ist der Tänzer und du bist der Das Tänzer. Leben ist das Tänzer. Aber die Quintessenz ist, Sag den Satz nochmal, jetzt habe ich dich also unterbrochen. viele sagen ja, das Leben ist der Tanz, der aus mir kommt. Ich tanze praktisch mein Leben. Das ist aber die sehr tiefe Ebene der Wahrnehmung, wo man das Gefühl hat, naja, ich mache das halt. Aber letztendlich ist das Leben, wir sind gar nicht unterscheidbar vom Leben. Wir sind das Leben, das wir sind. Und das Leben ist der Tänzer. Wenn wir diese tieferen oder höheren Ebenen zulassen, dann lassen wir uns führen davon. Und dann sind wir, unser Sein ist der Tanz.
Und auf einer noch tieferen Ebene gibt es überhaupt keinen Unterschied. Weil wir sind ja alles die höheren Ebenen in unserem spirituellen Kanal. Ich verstehe dich total. Und ich meine, über die spirituelle Seite der Dinge können wir uns wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich Teil 2, dass wir viel mehr in die Spiritualität eintauchen und nicht nur so sehr auf dieser emotionalen und physischen Ebene des Tangos. Aber meinst du, dass es wahr ist, wenn, is it true to say it takes two to tango? Does it really need two? Ja, es ist so die klassische Betrachtungsweise. Aber wenn du berücksichtigst, was da noch so alles im Hintergrund immer mittanzt und wer seinen Blick nur auf die Tanzenden gerichtet hat und da voll mit dabei ist, ja, letztendlich klassisch zu tanzen auf einer Tanzfläche braucht es zwei. Aber letztlich ist das, was du mit dir tanzt, mit deiner Existenz, dem ganzen Prozess, mit all deinen Prozessen, das ist ein Cosmic Tango. Und wir sind ja auch so viel mehr als nur diese Monade. Also wir haben verschiedene Bewusstseinsebenen, wir haben im unterbewussten Persönlichkeitsanteile, natürlich sind in Interaktion und im Austausch, das ist eine ganze Milonga im Inneren, die da tanzt und mit unterschiedlichen Konstellationen auch. Ja, aber in Covid habe ich alleine gelebt, während Corona. Und ich habe einige Online-Klassen gemacht für Tango. Und ich erinnere mich, wie, ja, also Sebastian Arau, mein Teacher aus Argentinien, dann, ja, dann nimmst du halt den Besenstiel. Ja? Und dann hat er uns wirklich an, vor allen Dingen die, die dann Single waren. Da wurde halt dann ein Besenstiel als sozusagen, und es war eigentlich sehr interessant, ja, dieses Spiel zu spielen. Ja, ich nenne das lieber Mikroben, die Mikrobenkrise. Diese ganze Zeit, wo wir sehr eigene Erfahrungen gemacht haben. Also für mich war das eine richtig, also ich habe es als sehr, sehr positive Zeit erlebt, weil mir das nochmal so einen Rückenwind gegeben hat, viele alte Projekte loszulassen. Und ich habe mir einfach viel Zeit alleine in der Natur genommen. Und ich habe auf meine Homepages gesagt, ich bin nicht der Corona-Sheriff, dieser sogenannten Politiker. Ich werde nicht bestimmte Gruppen ausschließen aus meinen Veranstaltungen. Tango ist Inklusion, nicht Exklusion. Entweder für alle oder für niemanden. Dann habe ich die Türen geschlossen, komplett für alle, die ganze Zeit und auf meine Homepage geschrieben, meine offiziellen Veranstaltungen ruhen. Und das war die Info. Die offiziellen Veranstaltungen. Und ich habe nicht mit Besenstielen getanzt, so viel kann ich schon mal sagen. Da ist viel Und Wohnraum. dann hat es der Besenstiel, und das ist eigentlich, was ich wirklich erzählen wollte, dass die Energie, die ich in dieses Phänomen dieser Zweisamkeit hinein improvisieren und imprägnieren durfte, dass das eigentlich eine sehr schöne Erfahrung war. Ja? Dass man das eigentlich kann, dass man eigentlich auch wirklich diese Resonanz in einem Quantumfeld, das man selber kreiert für sich, wo man diese durch Selbstliebe und durch Selbstreflexion diese Polarität auch erfahren darf. Und das fand ich eigentlich sehr spannend. Und ich glaube, wenn ich an Tango-Meditation denke, dann ist ja, weil die Technik dann wegfällt und weil man sich ja wirklich total nicht mehr fokussiert auf, was die Füße jetzt machen und wie man dann, ja, sondern es ist wirklich so diese Dualität oder diese Polarität, die da im Raum steht zwischen den Energien, ne? Aber ich würde nicht sagen, dass die Technik wegfällt. Im Gegenteil, sie wird sogar noch präziser und der Anspruch an diese Grundtechnik ist sogar noch höherer, weil in dieser Langsamkeit wackelst du leichter. Du kannst nur viel leichter dein dynamisches Gleichgewicht überprüfen. Wo gibt es Lücken da drin? Wo ist der Bewegungsfluss gestört? Wo reißt die Verbindung zum Partner ab? Und da kannst, also ich mache das schon auch richtig so als Elementarunterricht. Um nochmal richtig in die Grundlagen reinzugehen. Also es ist wie wenn du sprichst, wenn du sehr lyrisch, poetisch sprichst, du bist noch viel auf einer viel höheren Ebene der Sprache eigentlich. Ja. Also die Technik ist nicht wichtig. Also es geht darum, die möglichst schnell zu verinnerlichen, weil dann kannst du damit einfach dich ausdrücken.
Und das Interessante am Tango ist, das Einfachste ist das Anspruchsvollste. Wirklich das Miteinander geben, die Grundenergieübertragung, wie du dann die Schritte fließen lässt, die Verbindung hältst dabei, die Qualität der Verbindung, der Bewegung, ist das Anspruchsvollste. Darum flüchten so viele alle raus und wollen dann schnell Figuren und überhaupt Tempo und Bühne. Wenn du die Grundlage nicht hast, ist das andere, ja, da hakt es dann immer ein bisschen, aber du kannst da so drüber hinweg tanzen, wenn du schnell bist, sieht man es halt nicht so. Ja, aber es ist interessant, dass du sagst, dass es doch dann im Grunde auch eine, du beschreibst es jetzt als eine Grundlage zur Technik, dass dieses energetische Prinzip verstanden wird. Und das finde ich auch interessant, ne? Auch was wir im Spirituellen machen, wenn wir an unseren Inneren Ja. arbeiten, das sind ja Bewusstseinstechniken. Ja. Wir haben auch bestimmte Techniken gelernt, Hm. Teil unseres Bewusstseins auf eine andere Ebene praktisch zu verlagern, den inneren Zeugen zu schulen. Es ist einfach von außen in der Neutral uns in der Neutralität zu schulen, da einfach nur wahrnehmen, die Emotionen wahrnehmen, aber uns nicht total verwickeln, zu verwickeln. Dann auch das sind Techniken, die uns aber irgendwann in Fleisch und Blut übergehen. Und das ist super dann, weil das wird zu unserer Natur und dann ist es keine Technik mehr, dann ist es ein Teil unseres Seins, so wie unsere deutsche Sprache oder die englische Sprache, die ist auch ein Teil von uns dann. Wunderbar. Ja, ich habe das Gefühl, ich möchte die Aufnahme, das Recording doch jetzt zu einem Ende bringen und alle, die wirklich uns heute oder wann immer zuhören. Ich mache ja sehr viele Live-Events. Ich spreche jetzt so, weil ich unbewusst denke, dass ich live bin, aber wir sind nicht live. Wann immer diese Menschen sich zu diesem Dialog hingezogen fühlen und unseren Worten lauschen. Ich möchte mich dafür sehr herzlich bedanken für das Interesse an alle. Und ich möchte auch sagen, also vor allen Dingen an meinem Channel werden alle Daten über uns, wo man uns erreichen kann, wo man mehr über uns erfährt, den Ralf und mich, unsere Arbeit, wo wir uns austauschen und vielleicht ja sogar eines Tages mal ein Event, wo wir uns alle treffen und da mehr zusammen auch erfahren, ne? Es wäre schön, wenn man vielleicht mal ein Wochenende kreiert, wo man so Tänzer und Menschen, die in Beziehung stehen, zusammenbringt und mit diesen Energien auch neue Erfahrungen schöpft. Ariane, sag doch mal kurz, wie dein YouTube-Kanal heißt. Das ist Mein wirklich. YouTube-Kanal, ich habe einige Kanäle, aber der englischsprachige, der mein Hauptkanal ist, ist Quantum Love Coach. Und ich habe aber eingerichtet einen deutschsprachigen Channel, den ich, wo ich glaube noch erst ein oder zwei Titel drauf habe oder Recordings. Also das wird dann mein Name sein, Adriane Hartigen von Strauch, da wird es auch einen Channel geben. Und dann habe ich auch noch den Channel, der heißt Mars Venus Love Coach. Aber vieles, was ich, also mein Hauptchannel, alles, was neu kommt, ich mache auch sehr viele metaphysischen Readings. Ich lese durch Karten. Ich habe viele Jahre auch als Homöopathin natürlich auch, aber ich habe sehr intensiv mit den neuseeländischen und den australischen Blütenessenzen gearbeitet, vor allen Dingen den australischen. Und ich habe sehr, sehr viel Lesungen und Hilfe gegeben. Wenn ich noch Jinjitsu-Practitioner war, habe ich also auch die Blüten gezogen und dann ganze Geschichten meinen Klienten erzählt, über was in ihnen vorgeht und wie sie ihr Leben verändern können. Und das war well before I had the intention to become a coacher. Und ich glaube, dass meine Coaching-Arbeit wirklich aus meinem spirituellen und aus meinem heilerischen und naturmedizinischen Schatz so sich entwickelt hat. Und vor allen Dingen auch durch meine Spiritualität. Ich glaube, dass es einfach einen Punkt gab, wo ich als spiritueller Trainer, was ich Jahre gemacht habe, über viele Jahre auch mit meinem Ex-Mann, ich dann diese Weil in letzter Konsequenz ist das, was ich von Spiritualität gelernt habe, ist wirklich die Grundlage zu einer guten spirituellen Weg ist, das Heilen deiner menschlichen Beziehungen und vor allen Dingen mit deinen Eltern und deinen Nächsten, die in deiner Familie sind. Und das Phänomen, wie ich das erkannt habe, dass ich mich wirklich
viel besser geistig und spirituell entwickeln kann, wenn ich versuche, diese Beziehung zu heilen. Und das ist eine konstante Arbeit. Da bin ich noch heute, nach 44 Jahren meines spirituellen Weges, bin ich immer noch dabei. Aber also wenn ich so zurückblicke, wie viel ich in Harmonie gebracht haben konnte, schon dadurch, durch meine spirituelle Arbeit. Und das hat mich dann als Love Coach natürlich auch sehr beflügelt. Und ich gebe auch viel spirituelle Führung zu Menschen, vor allen Dingen, die noch nicht auf ihren spirituellen Weg gekommen sind, um da eben auch Hilfe zu leisten. Und ja, und deswegen kenne ich die Welt der Menschen, die sehr vom Kopf her und sehr vom Gedanken her agieren und versuche eben da auch, und das hat mir Mars Venus gegeben, wirklich die Kapazität auch so zu kommunizieren, dass ich die kleinen Dinge, wo jemand sagen würde, ja, das ist doch gar nicht so wichtig, dass ich gelernt habe, meinen Klienten zuzuhören, wenn sie manchmal nur ganz banale Dinge ganz schrecklich finden, wo jemand sagen würde, ja, das höre selbst, sagt doch eigentlich, dass man diese Dinge doch einfach nur akzeptieren und annehmen muss, ne? Aber das Leben ist halt manchmal nur einfach so, dass das so ganz, ja, das Lego, das auf dem Fußboden liegt von den Kindern oder ja, die Zahnpastatube, die nicht zugemacht ist oder das Essen, das zu Ja, kalt wird. wir sind halt nicht immer in Hören selbst oder in einen der Hören selbst zentriert. Aber dann Das sage ist ich auch noch kurz was zu meinem spirituellen Weg. ja. Tango ist bei mir schon lange nicht mehr im Mittelpunkt, sondern ich gebe die integrale Meditation weiter, die ich bei Uwe Breuer gelernt habe. Und zwar habe ich es über die geistige Welt gelernt. Da geht es um die Vermittlung mit unseren höheren Bewusstseinsanteilen, um die Wiederausbildung und Aktivierung des spirituellen Kanals und die Anbindung an die Erde. Also es geht wirklich darum, Mutter Erde, Vater Himmel, und im Zentrum unser Herz wieder zueinander zu bringen. Und alles, was in diesem Kanal nur drin hängt und irgendwie wie Spinnweben, das sind halt unsere Themen. Und da Genau. hilft uns auch die geistige Welt, die zu lösen und diesen Weg, dieses Verfahren. Also da gehe ich mit meinen Menschen, die sich davon angesprochen fühlen, durch. Und das ist so mein Hauptherzensweg, meine Bestimmung, die ich jetzt hier lebe. Das ist wunderschön. Und wie du so vorhin auch gesagt hast, ich meine, die Menschen, die die Resonanz fühlen, die kommen dann auch in unser Feld und suchen nach dem Dialog mit uns. Und das ist wirklich auch das Schöne an unserer Arbeit, dass man dann vertrauen kann, dass man den richtigen Menschen zu den richtigen Zeitpunkt Und es gibt auch ein schönes Bild dazu. Also viele Menschen werben ja auf der horizontalen Ebene, machen Werbung über YouTube, über Anzeigen, Facebook, mache ich auch. Aber wir können auch hochgehen in die höheren Dimensionen und uns mit unserem göttlichen Selbst verabreden. Das geht recht natürlich. einfach. Und dann sagen, hey, du bist ja mit allen anderen göttlichen Selbsten in Verbindung. Jetzt schick mir doch mal die von den Menschen vorbei, mit denen ich hier verabredet bin. Ja. Und sorg mal dafür, dass wir uns begegnen, weil jede Begegnung ist ja sowieso immer von oben arrangiert. Es gibt ja Natürlich. keine zufälligen Begegnungen. Ich sage einmal, ihr habt keine Ahnung, wie viel da dahinter steckt, bis zwei sich dann wirklich über den Weg laufen. Das ist wie arrangiert. Das ist richtig, meine Güte. Ralf, ich danke dir für ein sehr tiefes Gespräch. Also ich werde jetzt erstmal, wir verabschieden uns und ich schalte das Recording ab. Und danke allen, die zugehört haben. Und Danke bis zum euch. nächsten Mal, okay?